Moin Leute, Trimax hier. Ich bin seit 32 Stunden wach. Wir haben 24-Stunden-Stream gemacht von unserem neuen Server, Kaktus-Clicker-Modus. Unglaublich geil. Wird Free-to-Play rauskommen am 19.12. Ich bin komplett im Arsch, heilige Scheiße. Es haben über 5000 Leute einen Founder gekauft für 40 Euro und alle sind super happy und am Zocken schon ultra krass. Ihr könnt alle Free-to-Play spielen am 19. Das jetzt, deswegen bin ich so, also ich bin völlig im Arsch. Ich war gerade auf dem Klo, ich kann fast gar nicht auslaufen. Zum Abschluss des Streams, wo wir eigentlich aufgehen wollte und pennen, sehe ich das Video, was wir uns so lange gewünscht haben. Meine Entschuldigung an ApoRed 10. Ein neues Video von Mimi über ApoRed, was wir dringendst notwendig hatten. Ich bin sehr gespannt, was der alles wieder rausgefunden hat. Du erzähl. Leider muss ich das über mehrere Videos abladen, denn da ist so viel Scheiße passiert, das würde sonst hier nicht nur den Rahmen sprengen, sondern die... Ich denke mir so, oh krass, ein 56-Minuten-Video, er hat alles, da wird er alles auspacken. Nein, reicht nicht, wird eine Videoreihe. Die gesamte Kläranlage, aber alles zu seiner Zeit und das Wichtigste zuerst, es gibt Neuigkeiten zu dem Fall mit Carina. Nach weit über 2 Jahren ist nun das Urteil da. Carina hat gegen ApoRed gewonnen, alle zivilrechtlichen Klagen und sie hat auch bei allen Gerichtsterminen gewonnen. Hey, warte mal, hat er nicht online immer so getan, als ob er alle wegklagen würde? Lassen wir uns mal kurz auf der Zunge zergehen, wie gut seine Aussagen gealtert sind. Wir reden hier von einer heftigen Verleumdung, okay? Wir reden hier von was richtig Heftigem, wofür man teilweise 5 Jahre ins Gefängnis landen kann. Man kann bei dir, Carina, keine Partei ergreifen, weil du hier die einzige Straftäterin bist. Die einzige öffentliche Straftäterin. Du hast nicht gemacht und dann wundert man sich, dass ich mich rechtfertige und sogar aufzeige, dass die... Oh, war das auch alles scheiße damals. Das habe ich schon voll verdrängt. What the fuck? Einfach Straftäter sind. Bitte supporte kein Unrecht. Carina ist aktuell eine Straftäterin. Eine Straftäterin. Eventuell kann sie nicht nur wegen der üblen Nachrede verklagt werden. Eventuell kann sie jetzt nach den Zeugenaussagen und nach den ganzen Widersprüchlichkeiten sogar wegen der Verleumdung verklagt werden. Mit bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Ich kann ganz straight zur Polizei gehen, dich erstmal anzeigen und ich kann dich auch zivilrechtlich anklagen. Und du würdest 100%ig verlieren. Du musst mir glauben, wenn ich sage, ich schwöre, es liegt nicht in meinem Interesse, wenn ich dich vor Gericht bloßstelle, weil die Beweislast gegen dich ist. Also vor Gericht hättest du hier gar keine Glaubwürdigkeit. Was du machst, ist einfach eine offensichtliche Straftat. Und du machst es nicht vor 3, 4 Leuten, du machst es einfach vor einem Publikum, was übertrieben riesig ist, was am Ende die Straflast noch höher macht. Mimi, was denkst du, wie wirst du so vor Gericht ankommen? Du hast keinen Beweis, du hast nicht mal ein Indiz. Das, was du hast, ist einfach nur Luft und Manipulation. Mehr hast du nicht. Das musst du einfach offen eingestehen. Vor Gericht will ich die Antworten zu diesen 6 Punkten hören. Und ich sag's euch, diese 6 Punkte sind so bombenfest, sich da rauszureden, ist... Sehr schlecht gealtert, stimmt. Was wusste ich eigentlich, dass sie alle so hart auf Gericht gegangen sind? Praktisch unmöglich. Wir sehen uns vor Gericht. Ja, und vor Gericht wurde der Proll dann komplett zerlegt. Und als es für ihn schon nach ein paar Monaten schlecht aussah, hat er öffentlich einfach so getan, als ob Gleichstand wäre. Der aktuelle Standpunkt ist, Carina darf nicht sagen, dass ich gelogen habe. Ich darf auch nicht sagen, dass Carina lügt. Dabei war der aktuelle Stand zu jeder Zeit, dass ApoRed gelogen hat. Durchgängig. Aber warte mal kurz. Gab es da nicht auf seiner Seite noch etliche Zeugen? Und sogar 2 geheime Zeugen? 4 Zeugen. 4 Stück gegen Carina aussagen würden. Vielleicht nicht alle 4 erscheinen beim Gericht, vielleicht nur 2 und 2 werden dann einfach eine Videobotschaft schicken. Ich habe gesagt, dass ich 4 Zeugen habe, mittlerweile sogar mehr, die gegen dich aussagen würden. Wir haben hier 5 Zeugen aussagen gehabt. Ja, wie viele? Wie kommen so viele Zeugen her? Hä? Die waren die ganze Zeit dabei, oder was? Ab und es werden sogar vor Gericht eventuell noch mehr kommen. Gegen dich, Carina. Gegen dich. Diese 4 Zeugen gelten juristisch gesehen als Beweis vor Gericht. Und wer da was anderes sagt, Jura nicht durchgespielt und hat Jura nicht mal angefangen. So wie Mimi. Ich habe noch nach wie vor 2 weitere Zeugen, die ich bis dato noch nicht genannt habe, nicht nennen werde, weil mein Anwalt dazu nicht geraten hat. Und der kommt jetzt ja schon auf über 17 Zeugen. Dann hat er sich gedacht, oh, Alter, um Sabibo sind dann noch die anderen Zeugen. Nein, die habe ich gar nicht gemeint. Ich habe 2 Zeugen gemeint, die ich bisher noch nicht genannt habe. Ganz einfach. Aber Mimi macht da wieder seine Tricks. Ja, was soll... What the fuck? Ne, ich bin mir gar nicht mehr dran. Na gut, das ist auch 2020. Ne, das ist ja jetzt fast schon 4 Jahre her. Heilige Scheiße. Soll ich euch sagen, ApoRed hatte gar keine Zeugen. Die hat er sich alle einfach ausgedacht. Ich habe das damals schon gesagt und habe natürlich recht behalten. Nicht, weil ich besonders schlau bin, sondern weil man mit Sicherheit sagen kann, dass aus ApoReds Mund nur Lügen kommen. Aber Mimi macht da wieder seine Tricks. Ja, wahrscheinlich habe ich die Zeugen einfach weggezaubert. Der Richter war by the way männlich. Das ist insofern vielleicht wichtig zu erwähnen, da ApoRed auch gerne mal Gerichtsurteile gegen sich abwertet, wenn es eine Richterin entschieden hat. Weil das sind... What the fuck? Das war im Statement drin? Das will ich da ApoRed auch gerne mal... Beide Frauen seien auf einer persönlichen Ebene gegen ihn gewesen. Frauen sind auch in ihrer Natur emotionaler drauf als Männer. Das ist auch wirklich nichts Falsches. Da ApoRed seine Sichtweise deutlich. Scheiße. Weil es eine Richterin ist. Das ist ja alles, das ist mir alles neu, das habe ich gar nicht mitbekommen, krass. Mal Gerichtsurteile gegen sich abwertet, wenn es eine Richterin entschieden hat. Weil das sind ja Frauen und die sind emotional und hatten persönlich was gegen ihn. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat alles so stattgefunden, wie Carina es damals geschildert hat. Sie hat selber ein sehr interessantes Video zum Gerichtsverfahren und dem Ganzen drumherum gemacht. Link in der Beschreibung, ihr müsst das gucken, also wirklich. Wisst ihr eigentlich, was das jetzt bedeutet? ApoRed hat öffentlich über 2 Jahre alle angelogen, hat Zuschauer gegen Carina aufgehetzt. Nee.
Naja, gut, also das ist jetzt so, wow. ApoRed hat jahrelang die Leute angelogen. Das ist jetzt, ich glaube, das wussten wir auch schon vor dem Video. Hat YouTuber in Privat-DMs vollgelabert, damit die ihn verteidigen, beziehungsweise sich gegen Carina und auch mich stellen und ihr eigenes Standing gefährden. Der scheißt auf euch alle. Zu denen kam übrigens noch Elotrix dazu. Erinnert ihr euch, wo er 20 Videos gemacht hat und rumgelogen hat, was alles passiert wäre? Und dann musste er auf einmal die Videos runternehmen. Wisst ihr, warum er die Videos runternehmen musste? Weil Carina Puschel vor Gericht in der ersten Instanz gewonnen hat gegen ihn und der Richter ihn dazu verdonnert hat, die ganzen Videos offline zu nehmen. Was macht ApoRed, der allerechte Main-Charakter, macht ein Video, oh, ich fühle das Thema nicht mehr so, deshalb habe ich alle Videos gelöscht, wieder gelogen. Er schreibt mir, und deshalb bin ich bei dem Thema sehr sauer, und deshalb erzähle ich das jetzt auch nochmal, und erzählt mir, nachdem ich im Stream darüber geredet habe, erzählt mir privat in den Instagram-DMs, ja, ich bin dagegen vorgegangen, ich werde da Recht bekommen, ja, erzähl bitte nicht im Stream irgendwas, wenn du keine Ahnung hast, stell das mal richtig, ich werde vor Gericht dann noch gewinnen, dann sind die Videos wieder da. Erzählt er mir privat in den DMs und ich sitze dann im Stream da und sage, hey, ich bin in dem Thema nicht so drin, kann sein, dass er jetzt recht hat. Ich sag zu dem Thema nichts mehr. Erzählt das mir sogar privat in den DMs. Mein Charakter am Arsch, Digga. ApoRed hat auch zusätzlich... Mein Charakter am Arsch, Digga. Ach, Carsten, ey, krass. Wie viele sich da zuschalten, Alter, wie krass. Ich gefordert, Carina und mir keine Plattform mehr zu geben. Ich bin ehrlich, ich finde es nicht gut, dass so einem Menschen eine Plattform geboten wird. Ich bitte auch darum, ne, auch in Simon, du zum Beispiel, oder auch andere Leute, keine Ahnung, Lessin, Schreibings oder sonst wer, einfach dem keine Plattform zu geben. Alter, sollte ich aus meiner Sicht zeigen, warum ich? Man am besten zu Carina Abstand haben sollte, als YouTuber oder als Person des öffentlichen Lebens. Okay? Ohne wie krass. Ich habe mich gerade schon geärgert, dass ich nie damit reingezogen werde, aber endlich würde ich mal wehen. Ich würde wirklich jeden YouTuber empfehlen, von Carina Abstand zu halten. Ist natürlich einfach von dieser Person. Kannst du auch einfach ganz straight Abstand halten von der Person. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als negative Energie. Und wenn ich mit einer Person nicht verstehe, dann ehrlich, halt Abstand zu der Person, okay? Deswegen halte ich auf jeden Fall zukünftig ganz weiten Abstand von solchen Leuten wie Carina. Dann hat er noch mit der komplett zusammengelogenen Kita-Story in Koblenz von sich ablenken wollen und hat damit nebenbei die Hetze gegen die Kita einschließlich Erzieher unterstützt, die sogar Polizeischutz bekommen mussten. Er hat sogar den Johnny Depp-Prozess dazu ausgenutzt, um Carina die Glaubwürdigkeit abzusprechen. Ich weiß nicht, warum sie sich sowas ausdenken sollte. Bam, da rein in die Schnauze. Hat dann neben Johnny Depp noch Justin Bieber erwähnt und da wurde ja auch gelogen. Überleg doch bitte rational. Es gibt viele Menschen, die einfach lügen Stories erzählen. Und ganz ehrlich, wer das negiert, bei diesen Menschen bezweifle ich original deren IQ. Ohne Witz, ganz ehrlich, bitte. Muss auch mal aufwachen. Es gibt tausend Leute, die erzählen übertriebene lügen Stories. Justin Bieber, Johnny Depp, es gibt tausend Beispiele. Hört doch einfach auf, so naiv zu sein, Digga, ohne Witz. Ja, und im Fall von ApoRed wurde auch gelogen. Nur. Was filmt er da? Steht da voll so eine Monster-Instagram-Story, einfach nur seine Füße filmen, wie man durch die Wohnung geht. Halt von ApoRed? Oder erinnert ihr euch daran, wie. Auch mal aufwachen. Oh Gott. Wie ApoRed konstant auf Gott geschworen hat? Ich schwöre bei Gott. Oh Mann, das will ich gar nicht sehen. Wieso schaltet das noch mal rein? Das ist too much. Das ist mir zu viel. Das will ich nicht sehen. Okay, ich schwöre bei Gott, weil ich sogar bei meinem Gott und seinem Namen geschworen habe, weil ich sogar gesagt habe, dass Mimi, wenn er Beweise findet, und wir wissen ja alle, dass Mimi ja Mr. Sherlock Holmes angeblich ist, und wir wissen auch, wie pingelig Mimi bei sowas ist, und ich habe sogar gesagt, dass wenn Mimi sogar Beweise findet, vielleicht gibt es ja Beweise, man weiß es ja gar nicht, dass ich mein YouTube-Kanal lösche. Er schwört bei Gott, es ist... Ja, und jetzt? Habe ich da was Falsches gesagt? Ich habe da bei Gott geschworen, dass ich das nicht gemacht habe. Habe ich das irgendwie zurückgenommen? Habe ich da irgendwie ein Gefühl gegeben, dass ich nicht mehr dahinter stehe? Nach wie vor. Ich wollte so ein bisschen klarstellen, wie ernst ich das meine. Ich habe sogar gesagt, Digga, wenn da jetzt ernste Beweise sind, ich lösche alle meine Kanäle, ich lösche hier, ich lösche da, ich mache hier Aohi, weil ich einfach so überzeugt bin. Als ich ihn dafür kritisiert habe, dass er sogar beim Schwören lügt, hat er das Ganze noch schlimmer gemacht, indem er nochmal beim Schwören explizit gelogen hat. Um bei Gott zu schwören, ist nochmal so ein extra Thema. Das habe ich in meinen letzten Videos auch gar nicht gemacht, Freunde, weil ich da mittlerweile sehr, sehr kritisch und sehr, sehr vorsichtig bin, okay? Ich habe es öfters gemacht, hauptsächlich, soweit ich weiß, wenn es darum ging, dass ich hier niemanden angefasst habe oder sexuell belästigt habe. Und dazu stehe ich auch und dazu würde ich sogar noch heute drauf schwören. Bei jeder anderen Sache war es einfach unnötig und falsch. Ganz klare Sache. Darüber will ich auch wirklich nicht diskutieren. Das war einfach falsch und es tut mir wirklich leid. Es ist eine ehrliche Entschuldigung von mir. Und ich finde, Danke und Entschuldigung zeigen sich am besten durch Taten. Ich habe wirklich daraus gelernt und ich gebe wirklich mein Bestes, zukünftig aus diesen Fehlern zu lernen. 100%. Er wow. sagt, dass das eine ehrliche... Das ist ja geil, aus 2020. Welche Entschuldigung ist, er daraus gelernt hat und nicht mehr so einfach auf Gott schwören will. Schwört aber in dem Moment immer noch auf etwas, was sich jetzt endgültig als Lüge entpuppt hat. Sogar ApoReds ehrliche Entschuldigungen sind gelogen. An die Leute, die verbreitet haben, mit einer schlechten Absicht, dass ich hier irgendjemanden angefasst habe oder hier irgendjemanden komisch angemacht habe, ne? Lebt mit eurem Gewissen. Ich hoffe, irgendwann kommt jetzt so ein Zeitpunkt, wo ihr euch selber zugibt, oh shit, das war kacke. Und ich hoffe, irgendwann habt ihr den Mumm zu sagen, das war nicht richtig. Ganz ehrlich. Ich hoffe, irgendwann kommt jetzt zu dem Zeitpunkt. Spätestens beim Gericht. Okay. Das ist ja jetzt sehr gut gealtert. Und geil finde ich auch, wie er anderen auf TikTok Vorträge darüber hält, dass das Eib ist, auf Gott zu schwören und zu lügen. Glaubst du beim Gott, dass die ganze Zeit Waller sagt? Ich weiß gar nicht. Ich kenne dich gar nicht. Lass Gott seine Aufgabe Gott machen, nicht du.
Oder ich hätte du schwörst doch die ganze Zeit auf ihn und laberst Scheiße. Du schwörst doch die ganze Zeit auf ihn und laberst Scheiße. Du schwörst doch die ganze Zeit auf Gott und laberst Scheiße. Ist das nicht ein? Du hast Steuerschulden, Junge. Ist das nicht ein? Wo habe ich Steuerschulden? Wer sagt das? Sag Wallah, ich hab Steuerschulden. Mimi, Mimi sagt das, Mimi. Schnagger, Lügner. Schnacker, Lügner. Ich habe keine Steuerschulden, mein Lieber. Das Finanzamt schuldet nie sogar Geld. Hier hat er offensichtlich auch gelogen, aber zu den Finanzen kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Was ist das für, was war das denn für ein Call? Digga, was geht denn einfach alles ab? ApoRed hat natürlich nicht nur öffentlich alle angelogen, sondern scheinbar auch im Privaten. Bei ApoRed und Mimi war es so. Mimi hat ein Video nach dem anderen gemacht, hat immer sich nur an den Dingen bedient, die ApoRed gesagt, gepostet, geäußert hat und hat immer Stück für Stück, immer weiter das Loch, in dem sich Red befand, tiefer gebuddelt, tiefer gebuddelt, tiefer gebuddelt. Red hat immer gesagt, ich kläre das auf, ich stelle das klar, ich liefere Beweise und am Ende, bis jetzt, es kam immer nur Schwanni, nichts. Bis mir hat Red gesagt, ich soll abwarten, im Dezember klärt er alles auf. Jetzt haben wir Mitte des Jahres... Hä, das hat der Carsten auch gesagt. Alles 6 Monate später ist nichts passiert. Kann sein, dass noch was kommt, gehe ich aber nicht von aus. Oder hier bei ABK. Dann hast du gefragt, Bruder, hast du es gemacht? Nein, Bruder, habe ich nicht. Ach so, okay, krass, ja, hier und da. Hat er mich, was war's, Bruder, safe. Ich selber sage auf jeden Fall, ich glaube, Apo jetzt 100%, zu 100%, weil ich mir nicht vorstellen kann, wenn er das doch jetzt wirklich gemacht hätte, warum sollte er lügen? Wenn Apo jetzt verlieren sollte, was ich stark bezweifle, ja, dann bin ich halt, hat er mich auch hochgenommen, hat er mich gebacht. Außerdem hat er sich vor nicht allzu langer Zeit in ein Format mit Big Mo, ABK, Hisham und so weiter gesetzt, wo man eine Geschichte erzählen soll und die anderen sollen raten, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. ApoRed hat die Carina-Geschichte erzählt, hat gemeint, sie würde aussehen wie ein Alien und am Ende auch gemeint, dass die Story natürlich erfunden sei. Die Geschichte ist etwa, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahre alt. Da war ich so auf Tour, ne? Da war das halt so, dass dann eine Frau engagiert war. Sie hat da so gearbeitet, ne? Von den Veranstaltern, hau, hi, ha, ha. Und sie hatte die Aufgabe, sie war so Stylistin, so fresh und so. Sie konnte Haare fresh machen, ne? Und dann war so das Ding, dass so... Boah, was ist das denn? Das ist ja völlig drüber alles. Das waren halt so 3, 4 Zuschauer, ich glaube, das waren 3 Zuschauer, so genommen hat sie von draußen. Und dann hat man diese Brandy genommen und die durften dann so, ihre Haare durften gestylt werden, ne? Das Besondere an dieser Frau ist, sie war so anders gestylt, sie sah ein bisschen anders auch. So ein bisschen wie so ein Alien, weißt du? So ein bisschen wie so ein Alien, kennt sie, hat so irgendwie hier so Konturen so anders gemacht. Sie sah aber aus wie ein Alien, so, aber hatte irgendwas. Und war eine Situation, wo ich alleine war mit der Frau, die aussah wie ein Alien, ne? Und da dachte ich mir so jetzt in dem Moment so, Digga, ist ja keiner gerade hier. Warum stieg ich mich nicht einfach an sie ran? Weil ich bin einfach... Boah, das alles als Gag aufgesetzt und hat er alles vor Gericht verloren. Oh, ist das alles scheiße gealtert. Ey, ich dachte, das geht weiter mit seinem Insolvenzverfahren und mit Auswandern nach Dubai und Steuer hinterziehen. Jetzt wird das alles nochmal vorgeholt, Alter. Es wird noch schlimmer als das. Boah, das ist schon hart anzuschauen. Ein dreckiger Spaß, den manchmal und es geht dann einfach an ungewollt an Leute ran, so, weißt du? Das ist Standard bei mir. Und, wie bitte? Genau, das ist ja nicht. Ist auch gar nicht konträr oder so. Auf jeden Fall habe ich mich einfach. Warum ich sneak mich an die Person ran? Vielleicht so eine kleine. Ich sneak mich an die Person ran. Das ist einfach seine Art. Massage so in der Schulter, kommt vielleicht knackig so, kommt vielleicht süß. Einfach so massiert und gefragt so, oh, das geht später noch so, ne? Auf Leckerschuh. So. was machst du heute Abend so? Wollen wir nicht was sneaken? Was zum Fick? Was ist das für ein Video? Das ist, wo er die ganze Story erzählt und dann sagt er, das ist nicht die Wahrheit, aber das ist dann so passiert und er hat vor, wollen wir nicht mal sneaken? Das ist krass unangenehm. Wo kommt das Video her auf einmal? Und so, dann wollen wir ein bisschen plaudern und die so, nee, lass mal und so. Ich so, komm, Tiki und so und dann, ja. Komm, Tiki? Moment, du wolltest sie nicht so. Ich dachte so, Digga, es geht ab, voll und cool und so. Vielleicht sind die da voll übertrieben und dann weggegangen. Was soll ich sagen? Ich sage, ist real. Boah, ich weiß nicht. Also hast einfach eine Frau quasi massiert, ohne dass sie das wollte. Ja, das ist die Geschichte, ja. Also ich sag was? Sag die ehrlich, sag die Wahrheit und wenn das nicht stimmen sollte, Bruder, dann hast du echt durch und sagst ja, du kriegst den Schein, du siehst so gut aus, oder? Okay, guck mal, er ist voll dazu. Es ist gelogen, weil es gibt keine Frau, die bei mir Nein sagen würde, deswegen sorry. Das ist krass, dass es so ein Video gibt. Wo war denn das vorher? Dann nochmal so hier in einem Stream drauf reagiert. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach lustig, Mann. Es ist einfach lustig. Also wer das nicht lustig wird, der hat echt realitätsverlustig. Was? Er hat selber nochmal im Stream drauf reagiert. Peak Comedy! Dabei ist die Geschichte wahr und es macht es noch viel erbärmlicher, dann im Nachhinein noch... Das ist so krass. Das ist ja wie mit seinen Steuerschulden, wo er sagt, dass er macht... ein Video, dass er Steuerschulden hat und er sagt, das ist ein Prank. Was ist kein Prank? Genauso wie mit dieser X-Factor-Story. Über Carinas Aussehen herzuziehen und sich darüber dann nochmal in einem Stream kaputt zu lachen. Und nach den ganzen prolligen Ansagevideos, in denen er auch Carina und ihrem Freund Tom Rassismus unterstellt hat, hat er dann irgendwann auch ein geheucheltes Heulvideo gemacht, um Mitleid bei Leuten zu erzeugen. Obwohl er ganze Zeit genau wusste, dass wir recht hatten und die Anschuldigungen alle stimmen. Diese Leute wie Mimi, Kuchen und Unge, die haben es einfach geschafft, Leute wie mich so verzerrt und falsch darzustellen, dass man wirklich gedacht hat, dass ich ein ekliger Typ bin. Ich schwör's euch, ich liebe euch, dass ihr trotzdem immer, obwohl irgendwelche Vollidioten Scheiße mich gelabert haben, ich liebe euch dafür, dass ihr trotzdem immer hinter mir standet und gesagt habt, nein,
nicht. Digga, hört auf, über Red sowas zu sagen, halt aber deine Schnauze. Und das ist für mich wirklich, das ist das Wichtigste. Also ich schwöre. Das ist wirklich das Wichtigste, Leute. Ihr sollt immer hinter mir stehen, egal was. Ich würde Scheiß bauen. Nie hinterfragen, wenn ich irgendwas mache. Das ist ganz wichtig, egal was ich mache. Das ist so wichtig. Ey, Chat, wenn ich geisteskranke Riesenscheiße mache, dann lasst euch mich bitte wissen, okay? Wirklich ganz auch grad. Werden weniger Schuhe im Hintergrund. Oh, ich wollte auch gerade eben sagen, wo die komplette Wand voll mit Sneakern war. Auch komisch. Komisch, dass du irgendwie eine Sneakersammlung hast im Wert von über 100.000. Dann hast du ein Insolvenzverfahren, das macht den Hintergrund nicht geiler. Ja, ich hab wirklich gerade Gänsehaut im Rücken. Ich schwör's euch, es gibt so eklige Menschen auf dieser Welt, ne? So dreckige Menschen. Dass die Leute auch immer so missgünstig sind. Ne, gerade wenn jemand erfolgreich ist, ne? Digga, dieses scheiß Missgünstige. Gerade so Meinungsmacher, ne? Über die Leute, die wir gesprochen haben. Ne? Und die beeinflussen auch diese Leute mit dieser negativen Energie. Ich schwör's euch, das ist eine schlimme Sache. Dr. ApoRed hat mich ja als Psycho diagnostiziert. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich nun das Psychozepter an ihn... Bevor es so Meinungsblogger gab in Deutschland, konnten die ganzen Ultra-Trash-TV-YouTuber eine riesen Scheiße nach der nächsten machen. Da gab es nichts mal reguliert. Egal, was du für einen riesen Shitstorm bekommen hast, 3 Tage später war es der Community egal und die haben die Videos weitergeschaut. Du konntest 17 Fake-Gewinnspiele hintereinander hochladen und es hat eine Woche später keinen gejuckt. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir jetzt, da bekommt man nicht mehr durch. Als ich damals 2016 mit YouTube angefangen habe, waren die ja Prime, die ganze Clique, alle, die dabei waren, noch Leon Mascher, Simon Desio, Krabi, ja, ApoRed und so weiter alle, die sind ja jedes Wochenende 24 Stunden irgendwo eingebrochen und haben Bombenpranks oder so gemacht. Die sind damit ja jahrelang durchgekommen. Das ist krass. Überreiche. Denn auf so ein Level komme ich wahrscheinlich nicht mal mit Sonderbonbons. Und als die Kritik in andere Themenfelder übergeschwappt ist und ApoRed sich ebenso in Lügenkonstrukte verwickelt hat, wollte er auch da nicht die Wahrheit akzeptieren und hat wieder angefangen, mit juristischen Konsequenzen zu drohen, anstatt sich einfach gerade zu machen. Nimm doch immer einfach am besten alles offline, jetzt bezüglich dieser Themen, ne, die jetzt so angesprochen werden. Lass das einfach, das ist doch wirklich Kindergarten. Ich habe auch gar keinen Bock, jetzt irgendwie 5 Anwälte einzuschalten, die da 20 Briefe rausschicken oder 100 Briefe. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ne? Deswegen kann ich nur nicht. Digga, der hat ja konstant jahrelang mit Anwälten gedroht. Krass. Drum bitten, in den nächsten 10 Jahren wird dir auch Scheiße Red erzählen. Was allerhöchstens kommen wird, ist halt wahrscheinlich mal eine Abmahnung vom Anwalt oder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Da lass ich mal die Anwälte sprechen. Tatsächlich sind Abmahnungen gekommen, 4 Monate später, aber nicht von ApoRed, sondern im Namen von Fahima. Das Ding ist aber, dass das Ganze inhaltlich viel eher den Eindruck macht, als würde sich der ApoRed selber reinwaschen wollen. Die Abmahnung ging mehr oder weniger so. Im genannten Zeitraum ist mir ApoRed gar nicht fremdgegangen. ApoRed hat auch nichts mit dem Tragen des Kopftuchs zu tun. Und im Internet unterstellt man ApoRed, dass er kriminell sei. Und jetzt kommt's, es wurde noch behauptet, dass ich die E-Mail-Adresse der Mandantschaft veröffentlicht hätte. Mit folgendem Bildanhang. Hä? Ich dachte, die Mandantschaft ist Fahima und nicht ApoRed. Haben die sich jetzt selbst verraten oder wird jetzt so getan, als ob Private Nadim die E-Mail-Adresse von Fahima sei? In dem Miles-Account von ApoReds Bruder. Die E-Mail-Adresse, die bei PayPal auch mit ApoRed Sale connected ist. Ja, das klingt mir eindeutig nach Fahima. Dazu kommt noch, dass der Gegneranwalt uns zumindest nie eine Vollmacht vorgelegt hat, dass er sie vertreten soll. Ich frag mich ernsthaft, ob sie überhaupt von der Abmahnung hier weiß. Jedenfalls sollte ich das innerhalb von 9 Tagen unterschreiben, sonst würde der Anwalt seiner Mandantschaft anraten, eilgerichtlich gegen mich vorzugehen. Ich habe natürlich anwaltlich ausführlichst mit Schmackes drauf geantwortet, der nächste Schritt wäre doch eigentlich, dass der Anwalt nun mit Fahima aufgrund der Dringlichkeit vor Gericht zieht. Nur ist es nie passiert. Auf mein Schreiben sind die auch nie eingegangen. Stattdessen kam 4 Monate später noch ein Brief, bei dem ich echt sagen muss, ich habe selten so einen Scheiß gelesen. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns nochmal die Abmahnung an. Es werden Anwaltskosten in Höhe von ca. 1.900 Euro verlangt. Also bei so einer Abmahnung wird nicht nur gefordert, dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagt. Oh, was war das? Sagen darf, sondern es wird auch gefordert, dass man die Anwaltskosten des Klägers tragen soll. Aber erstens müsste der Kläger dazu erstmal im Recht sein und zweitens könnte man das Geld gerichtlich am Ende nur einfordern, wenn das vorher erstmal bei dem Kläger vom Anwalt in Rechnung gestellt wurde. Das sind... Leute, ich habe die 1.900 Euro gezahlt. Ich habe nur auf Bibis Video reagiert und wurde auch von seiner Frau abgemahnt. Aber ich hatte wirklich gar keinen Bock auf die ganze Scheiße. Ich habe die sofort gezahlt. Oder ich glaube, for real, ist kein Witz. Ich glaube und jetzt kommt's. Rumatra auch. Oh man. Das kam nicht von ApoRed direkt, das kam von, ich glaube, von der Frau, deswegen. Digga, bis wir uns einen Anwalt nehmen und da, boah, bis das so vor Gericht geht und dann läuft das ein Jahr. Zack. Gezahlt, fertig, ist dann so. Da habe ich keinen Bock auf Kopfschmerzen. Da hatte ich noch keine Anwälte, die das machen.
jetzt chillig, jetzt hätte ich daraus, hier, guck dir das mal an, ist das gut, macht so, bumm. Jetzt ja, aber damals, wie lange ist das her? 2 Jahre, das ist dann fertig. Oh no, es war wirklich Scam. Ja, ja, Alex hatte da auch keinen Bock drauf. Und dann haben wir gesagt, komm, bisschen Schwund ist immer, haben wir vielleicht, wenn es gut läuft, mit einer Reaction wieder drin, dann ist das halt so. So kriegt er sein Geld. Guter Call. Ja, er wird alle abgemahnt haben, die darauf reagiert haben. Oder beziehungsweise seine Frau. Lief nicht direkt über ihn. Das tut dem Schwaben doppelt weh. Ich glaube ja. Matra hatte da richtig zu kämpfen mit. Aber wenn er nicht Bescheid weiß, dann nimmt er sich Anwälte im Wert von 5.000 und verliert dann vor Gericht und dann muss er 1.000 Mal erstehen und so den Scheiß und hat er viel größere Kosten. Zack, bumm. Jedem Abmahnung schicken, einer bezahlt schon. Das ist ein dickes Geschäftsmodell, ja. Das ist krass. Einfordern, wenn das vorher erstmal bei dem Kläger vom Anwalt in Rechnung gestellt wurde. Das sind ja die Anwaltskosten, die dem Kläger entstanden sind für die Arbeit des Anwalts. Jetzt ist aber das Ding, dass nicht nur ich diese Abmahnung bekommen habe, sondern insgesamt mindestens 8 weitere YouTuber, von denen ich weiß. Mimi hat mich erwischt. Wieso weiß Mimi das immer? Die zum Beispiel... Wieso steht hier nicht einfach Trimax und Rumatra noch dazu auf 2 Pfeilen schon mal? Wer sind die anderen? Haben die gezahlt? Oh, das ist spannend. Kennt ihr noch den Fall mit Elis Steak? Wer hat gezahlt, wer hat nicht gezahlt? So könnten wir auch überlegen, wer sind die anderen 8 Streamer? Wer wurde da noch alles abgemahnt? Und wer hat von denen gezahlt und wer nicht? 7 von 8 haben gezahlt. Ich glaube, wir hatten kurz nachher mit Mimi geschrieben. Stimmt, wir hatten kurz nachher mit Mimi geschrieben. Der meinte, wir sollen das nicht zahlen. Da war das Geld aber schon raus. Stimmt. Der hat das doch geschrieben. Oh, wir haben richtig geschrieben dazu. Wow, er hat mich schon... Ah, er hat mir geschrieben. Ah, er hat mir alles... Wow, er hat mir einen 5000-Zeiler geschrieben. Da habe ich geschrieben, ah, Mist, Geld ist schon überwiesen. Haben keine Zeit, das über Anwälte klären zu lassen, leider. Aber halt mich gerne auf den Laufenden. Dann schreibt er, arg. Okay, krass. Geil. Ich bin Teil vom Video, 2 Mal schon. Das ist so interaktiv hier, wie krass. Das macht super viel Spaß gerade. Auf mein Video reagiert haben. Die haben alle wortgenau die gleiche Abmahnung bekommen. Teilweise wurde sogar vergessen, den Namen des YouTubers auszutauschen. Cringe. Und bei jedem wurden diese ca. 1.900 Euro Anwaltskosten verlangt für die exakt gleiche Angelegenheit, was man als Anwalt meiner Information nach gar nicht darf. Außer Fahima wurde darüber aufgeklärt, dass es eigentlich eine Angelegenheit ist und sie hat sich als Hausfrau mit Hartz-IV-Antrag trotzdem dazu entschieden, freiwillig und ohne Vorteil für sie, daraus mehrere Angelegenheiten zu machen und dann dafür um die 17.000 Euro zu bezahlen. Damit der Anwalt einen lächerlichen Brief formuliert und an mehrere Leute rausschickt. Das ist absolut unrealistisch und wäre auch absolut unseriös von dem Anwalt. Wahrscheinlich wird hier nur versucht, durch Angstmache mit Fahima schnell leichtes Geld von YouTubern zu holen, mit dem Nebeneffekt auch die Videos aus dem Internet zu kriegen. Wenn Anwälte das große Geld riechen, arbeiten die dafür auch manchmal kostenlos, einfach damit diesen Auftrag kein anderer Anwalt bekommt. So war es bei ApoRats vorherigen Abmahnungen immer. Er hat da scheinbar nie seine Anwälte bezahlt. Von mir hat er übrigens... Ist das nicht strafbar? Nö. Auch noch nie einen Cent bekommen. Irgendwann haben seine Anwälte dann scheinbar keinen Bock mehr, deswegen hüpft Prinz Puma dann immer zum nächsten Anwalt, der erstmal kostenlos für ihn arbeitet, in der Hoffnung, eine schnelle Mark zu verdienen im hart umkämpften Juramarkt. Der Anwalt jetzt ist übrigens auch schon wieder ein neuer, ich kenne jetzt schon, keine Ahnung, 8 Anwälte oder so von ApoRed. Aber kommen wir nun zum zweiten Brief. Das ist kein... Oh, da gab es auch irgendwas richtig Krankes. Das war ganz ähnlich. Oh, es gibt Bilder von Karl S., die lizenziert sind, wo er nicht die Rechte dran hält. Von irgendeinem Fotografen. Das ist so halb Fotograf, halb Rechtsanwalt irgendwie und kennt sich da aus. Und das Bild hier von dem Song Karl S. von Mount Everest, wo das Bild hin und her geht, das Bild gehört nicht Karl S., sondern jemand anderes. Und überall, wo das Bild auftaucht, in Reactions oder anderen Videos oder so, hat der dick abgemahnt. Das ist so eine komplette Masche. Das gibt's tatsächlich. Das ist krass, so nervig. Stell dir mal vor, das ist dein Job. Du kaufst im Internet Bilder und Rechte an Bildern, wo du denkst, das könnte eventuell in Zukunft mal gezeigt werden. Und dann jeder, der es benutzt, irgendwie in irgendeinem Kontext, in Instagram-Story oder sonst was, mahnst du komplett ab. Stell dir mal vor, das ist dein Hauptberuf. Krass. Keine Unterlassungsklage, sondern es wird eine Geldentschädigung gefordert. Ich hätte nur 7 Tage Zeit, um 10.000 Euro Entschädigung zu zahlen, plus ca. 1.000 Euro Anwaltskosten, die man wieder tragen soll. Und zur Erinnerung, der Brief ging wortgenau wieder an mehrere Leute raus. Heißt, der Anwalt müsste der Hausfrau aus dem Sozialbau nicht nur 17.000 Euro abrippen, sondern über 25.000 einfach nur fürs 2 Briefe formulieren und dann copy-pasten. Klingt auf jeden Fall plausibel, dass das von ihr gezahlt wurde. Wer hat, der hat. Und obendrauf verlangt der Anwalt noch die Geldentschädigung von mindestens 90.000. Aber wofür jetzt? Eigentlich. Der Anwalt schreibt, dass es einen massiven rechtswidrigen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht gab. Und das war so gravierend, weil es jedem im Internet zugänglich war. Digga, das ist 3 Jahre her. Jetzt wird das endlich mal aufgeklärt.
Beeinträchtigung ist kaum wieder gut zu machen. Die Mandantin musste eine besonders schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung erleiden. Das wurde nicht nur billigend in Kauf genommen, sondern es wurde versucht, den größtmöglichen gesellschaftlichen Schaden zuzufügen. Die Handlung diente einzig und allein dem Zweck, die Mandantschaft herabzusetzen und zu diffamieren. Das stimmt aber nicht. Jeder, der meine Videos gesehen hat, müsste wissen, dass Fahima und auch ApoRats Bruder nur in den Punkten erwähnt wurden, wo sie offensichtlich mit involviert waren. Zum Beispiel, als sie ihre Miles-Accounts illegalerweise ApoRats zur Verfügung gestellt haben, damit er mit den Mietwagen rumfahren kann, während sein Account gesperrt ist. Des Weiteren hat ApoRats... Das ist so krass alles. Das ist so krass. Hat sein Geld vor der Kontofendung zu Fahima geschoben. Geld, was anderen Leuten zustand. Abgesehen davon lief der Hartz-IV-Antrag auf ihren Namen und ApoRed war in der Bedarfsgemeinschaft eingetragen, während er mit einer Wohnung geflext hat, die sich angeblich keiner von uns leisten. Boah. Ey, das trifft jetzt alles so aufeinander. Sein Video, wo er sagt, ich bin Millionär und jetzt ist Insolvenzverfahren da und er kann auch nicht mal den Insolvenzverwalter bezahlen. Macht ein Video, er hat 3,6 Millionen Euro Schulden, was gar nicht geht. Und dann sagt er, das ist fake. Das geht ja alles zusammen. Millionär, hat gesagt, sein Zitat, ich bin Millionär. Kann, während es ein Sozialbau für mehrere Personen war, der von uns Steuerzahlern finanziert werden sollte. Um die ganzen Sachen belegen zu können, nachdem ApoRed mir immer wieder Lügen unterstellt hat und auch generell immer wieder nach Beweisen bettelt, habe ich sie, soweit es mir nur möglich ist, zensiert erwähnt. Den größtmöglichen gesellschaftlichen Schaden bei ihrem Persönlichkeitsrecht anrichten wollen, würde komplett anders aussehen. In dem Brief wird es auch komischerweise nie konkret, was ich denn genau gemacht habe. Da steht einfach nur, die Geldentschädigung ist für die Genugtuung des Opfers. Die Geldentschädigung ist zwingend erforderlich. Und die Höhe der Geldentschädigung wird errechnet aus der Art und Intention meiner Tatausführung und die Folgen davon für die Mandantschaft. Und das Ganze war vorsätzlich mit voller Schädigungsabsicht. Wie tiefgreifend sich diese persönlichen Folgen noch verschärfen werden, ist derzeit nicht absehbar. Durch die gewählte Verbreitungsform ist unkontrollierbar, welche Personen diese Diffamierung mitbekommen haben. Das ist nur leeres Phrasengedresche und erinnert mich an damals, als ich im Deutschaufsatz noch nicht die geforderte Wortanzahl erreicht habe und deswegen angefangen habe, einfach einen Satz über zwei Seiten lang leicht umformuliert zu wiederholen. Hier gab es keine konkreten Punkte oder Beispiele. Es gibt auch keine Punkte. Fahimas Bild waren immer verpixelt wie Missing No. Genauso war ihr Nachname zensiert, Körpergröße, Herkunft, Geburtsdatum, Wohnadresse, Lebenslauf, Social Media Profile, ihre echte E-Mail-Adresse, irgendwelche Identifikationsnummern etc. Oder sind die Sachen öffentlich? Nee, man kennt sie nach wie vor nicht. Wie sollen wir uns das denn laut diesem Anwalt vorstellen? Hey, warte mal, dich kenne ich doch. Oh nein, nicht schon wieder. Ich wette mit euch, der eigene Anwalt würde die nicht mal erkennen. Der hat die wahrscheinlich selber noch nie gesehen. Das hier ist ein weiterer verzweifelter Versuch, an Geld zu kommen. Wie wär's mal mit ehrlicher Arbeit? Ich habe natürlich nicht gezahlt und komischerweise sind die immer noch nicht zum Gericht oder sonst was. Obwohl es doch so dringlich war. Die Wahrheit ist, die sind einfach nur geldgierig und bei Gericht kommen die halt nicht an ihr Ziel. Deswegen versuchen die einen mit absolutem Jura-Geschwurbel einzuschüchtern. Fahimas Anwalt denkt wahrscheinlich, YouTuber sind alle dumm, nur weil er mal ApoRed sprechen hören hat. Ja, und weil der Anwaltsscheiß nicht funktioniert hat, ist ApoRed zu YouTube gerannt und hat versucht, jeden Teil meiner Entschuldigungsreihe löschen zu lassen. Teil 8 und 9 sogar zweimal. Letztes Jahr übrigens auch zweimal Teil 7 und Teil 9, als es frisch rausgekommen ist. Ich hab... Alter, wie er alles screenshottet, ist das krass. Jedes Mal eine E-Mail von YouTube. Ich warte schon auf die Solmecke-Reaktion. Oh, stimmt, wir kriegen ja darauf wieder eine Solmecke-Reaktion. Wow! Der das dann nochmal rechtlich alles richtig beleuchtet. Das gibt's ja auch nochmal wieder. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Dazu bekommen mit Timestamp-Angabe und er hat das Ganze auch digital unterschrieben. Er hat immer behauptet, dass er meine Videos gar nicht angeguckt hat. Das war zwar sowieso mal gelogen, aber jetzt kann er es zumindest nicht mehr behaupten. Komisch, dass er trotzdem nicht auf meine Videos eingeht. Aber wisst ihr, was geil ist? Auf meiner Festplatte ist auf einmal eine E-Mail aufgetaucht, die ApoRed an YouTube geschrieben hat. Beziehungsweise auch die Antwort von YouTube an ApoRed. Er hat Beschwerde... Woher hat er das her? ...eingereicht mit den Worten, es wurde meine Rohaufnahme verwendet. Ohne meine Erlaubnis und Inhalte gezeigt, die ich nicht zeigen wollte. In Klammern Wagen ohne Kennzeichen. In meinem Originalvideo war es zensiert. Cry me a river. Cry me a river. Die Beschwerde wurde von YouTube abgelehnt. ApoRed hat dann wieder zu YouTube geschrieben. Hallo, es ist kein Fair Use, weil nicht mit meiner Veröffentlichung gearbeitet worden ist, sondern unerlaubt mit meiner Rohaufnahme. Die Urheberrechte der Rohaufnahme gehören mir und ohne Erlaubnis darf er diese nicht zur Schau stellen, was er getan hat. Cry me a river. Der Einspruch wurde auch wieder abgelehnt. Cry me a river. Übrigens war keine seiner Beschwerden erfolgreich. War sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr gut, Alter. Erfolgreich. Cry me a river. Also pass mal auf, Prinz Puma. Du hast ja, das ist nicht so krass cursed. Jedes Mal unterschrieben, Scheiße, dass der Missbrauch der Beschwerdetools zur Löschung deines YouTube-Kanals führt. Also halt mal besser den Ball flach, du Oberzicke. Besonders, wenn du das Beweismaterial für deine Lügen löschen lassen willst. Das ist absolut ekelhaft. Wie wär's mal damit, dass du einfach mal nicht lügst? Aber kommen wir nochmal zurück zu der Zeit vor...
Boah, das fand ich auch so unangenehm, wie er sich die ganze Zeit über so einen abgemeldeten Range Rover in der Tiefgarage lehnt, immer wieder sagt, oh, ich hab das Auto noch, das ist mein Auto. Und das ist überhaupt nicht mehr sein Auto. Und das ist sogar abgemeldet, Alter. What the fuck, Mann? Warum? Nehmen wir mal an, ihr versteht, glaube ich, nicht das Problem. Nehmen wir mal an, es wäre sein Wagen. Dann ist das übertrieben unangenehm, extra in die Tiefgarage zu fahren, sich über sein Auto zu lehnen und zu sagen, wie geil man ist, wenn man das Auto hat. Das ist schon unangenehm, selbst wenn es ihm gehören würde. Und selbst das tut es aber nicht. Das ist noch viel abgefuckter. Wow, das ist ganz verrückt. Das ist absolut ekelhaft. Wie wär's mal damit, dass du einfach mal nicht lügst? Aber kommen wir nochmal zurück zu der Zeit vor dem Carina-Urteil, als ihn sein Umfeld noch vehement verteidigt hat. Neben ABK war das noch Standardskill, der auf alle Videos von ApoRed reacted hat. Ich weiß, dass ApoRed ein sehr gläubiger Mensch ist und viele haben so ein bisschen geschmunzelt, dass Red gesagt hat, ich schwöre auf Gott, dass ich das nicht gewesen bin. Was ihr aber nicht wisst oder was viele wahrscheinlich gar nicht wissen, dass Red wirklich sehr gläubig ist. Und wenn er das sagt, ich sag euch ehrlich, wenn Red zu mir sagt, ey, ich schwöre auf Gott, das und das habe ich nicht gemacht oder das und das habe ich gemacht, dann glaube ich ihm. Also ich sag ehrlich, wenn ich jetzt so das Gericht sehe, wenn Paolas Aussage vor Gericht kommen würde und dann noch die Aussage von Abdel, wäre das, muss man einfach sagen, 2-0 gegen Carina. Ne? Ich glaube, es sind halt schon Zeugen. Wieso ist jetzt Standardskill eigentlich auch wieder mit drin? Das ist ja ein krankes Crossover. Ich denke, auch Glauben geschenkt wird. Wisst ihr, Leute, was dieses Thema, das ist echt ein sehr, sehr trauriges Thema. Alle Frauen, denen sowas passiert ist, denen wurde damit ins Gesicht gespuckt, muss man ehrlicherweise gestehen. Ja, ist auch meine Meinung nur. Ja, das ist allen Frauen wurde damit wehgetan, denen sowas schon mal passiert ist. Aber wisst ihr, was mich irgendwie freut? Dass irgendwie eine höhere Macht oder was auch immer den richtigen Weg uns gezeigt hat. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt auch Gänsehaut ein bisschen gerade so, ne? Ey, Leute, das ist wirklich, sag ich ehrlich, ich glaube zu 100%, Brad, sag ich ehrlich, zu 100%. Meine erste Intuition habe ich nicht geglaubt, dass Brad sowas gemacht hat. Und das bestärkt das gerade alles nochmal so krass heftig. Aber die größere Clownsnase hat Reapers aufgesetzt. Brad ist was? Auch der gläubigste Mensch, den ich auch je gesehen habe tatsächlich, ne? Bro, da haben wir Cold War gespielt und Dark Aether gegrindet. Ich habe den Dark Aether Skin übrigens freigeschaltet. Ich habe alle Waffen komplett durchgespielt. Digga, das ist so lange her. Bin ich da ein Schnauzer und kein Bart? Was ist das für ein Modus? Also, ja? Also wirklich. Aber warum hast du die Teile davor gesehen? Der hat immer schon auf Gott geschworen, obwohl es gelogen war. Das war halt lost, aber man kann den trotzdem nicht dadurch aberkennen, dass er mega, mega, mega gläubig ist, weißt du? Er ist wirklich der streng gläubigste Mensch. Also wirklich so gläubig, dass du nicht dieses... Das ist alles schlecht geil. Reapers ist mit drin. Was ist das für ein Crossover? Ja, ich bin gläubig, aber vögel jede Wochenende eine andere Frau. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass er bewusst gelogen hat. Nicht ein einziges Mal. Ich denke, man hatte zwei, dass er niemals... Ja, jetzt bin ich einfach in dem Mimi-Video mit dem Schnauzer. Ich sehe so kacke aus. Reapers. Ja, scheiße. Digga, wie viel Damage hat die Waffe gemacht? Dreifach Gepäck gepuncht. Holy shit, habt ihr das gesehen? Ich hatte Deadshot Daikiri und alles. What the fuck? Bewusst gelogen hat und... Ja, das stimmt. Aber er hat niemals... Du kannst ihn niemals vorwerfen. Ja, Er hat das bewusst getan, hat gelogen und dann auf Gott geschworen. Er betet fünfmal am Tag, er ist wirklich der Gläubigste, er ist richtig streng, er befolgt den Koran so heftig, wie ich auch noch niemanden gesehen habe, der es getan hat. Aber steht da nicht im Koran drin, dass du schon nicht schwören darfst? Hab ich nicht gelesen. Und wie gesagt, keiner von uns hat Koran oder Bibel inwiefern gelesen, dass wir aus erster Hand Infos geben könnten, weißt du? Nee, das ist richtig. Deswegen dürfen wir darüber auch gar nicht so hart ins Detail gehen, ob das... Hab ich auch nicht gelesen, aber habe ich halt von Leuten gehört, die das gesagt haben, oder? Geht das nicht auch? Ist jetzt richtig war oder nicht, weil am Ende des Tages wissen es nur die Gelehrten. Ja genau, die Gelehrten. Die gelehrten Eier von ApoRed vielleicht. ApoRed hat immer behauptet, der strenggläubige Moslem mit Berührungsängsten zu sein, der nicht mal mit seiner besten Freundin allein in einem Raum sein kann. Aber nach dem Gerichtsurteil hat er sich plötzlich wieder ganz anders positioniert. Plötzlich hat er... Ach, Reapers. Kann Reapers ja nicht wissen. Ja, das ist schon krass. Wenn du halt komplett alles super doll deine... voll doll die Religion ausübst und alles... Und dann schwörst du auf Gott und dann ist alles gelogen. Ich weiß, Religion mit reinziehen, ja, stimmt. 3-4 Ehefrauen. Wollen wir so ein Girl-Talk machen? So ein bisschen? Ein bisschen Quatsch. Leon ist da so ein bisschen konservativ, weißt du, was ich meine? Der ist nicht so wie dir, weißt du? Auf was für einen Typ Frau stehst du so? Also was ist dir wichtig an einer Frau? Was ist ganz wichtig? Was ist für dich wichtig? Muss brutal sein. Das ist meine Antwort. Was ist das für eine Antwort, Digga? Das war meine Antwort, Digga. Nein, Bruder, die ganzen Girls hier im Chat wollen alle wissen und so. Hol Barello da rein, hol Barello. Was ist deine Antwort? Antworte du zuerst und dann gleich Antwort. Barello, da soll in die Runde. Hast du eine Frau? Hast du eine Frau? Ich habe um 3-4 Frauen müsste ich auf jeden Fall schlafen. Wie 3-4 Frauen werden auf Erden? Du hast 3-4 Frauen? Jungs, das geht jetzt langsam in die gefährliche Richtung, Freunde, ne? Die gefährliche Richtung? Digga, wo ist das denn cool, 3-4 Frauen zu haben? Das ist ein erwachsener Mann, Alter.
Okay. Aber sei mal ehrlich, was hält dir vom... Das geht in die gefährliche Richtung. Er lacht, beide lachen nicht. Polygamie. Das ist doch mal eine interessante Frage. Das ist doch jeden Fall mit 3-4 Frauen oder so. Was hält dir von Polygamie, Bruder? Sei mal ehrlich. Was ist das? Was ist die Bedeutung? Polygamie ist doch, dass du mehrere Girls am Start hast. Auf Ernst, so. Weißt du? Was ist eure... Vor allem verheiratet und gläubig. Digga, wo kommen die ganzen Clips her? Ernste Meinung dazu. Will ich mal gerne wissen. Jetzt, wenn man Single ist, oder was meinst du jetzt? Polygamie heißt einfach, wenn du... Es gibt ja einmal Monogamie, das heißt, du bist... Digga, was ist das für eine Show da? Die gehen zu dritt in den TikTok-Stream? Mit einem Girl verheiratet oder whatever, lange zusammen. Polygamie mit mehreren einfach, ne? Und die sind auch damit einverstanden quasi. Checkst du? Also die sind damit cool. Weißt du, was ich meine? Was hältst du davon? So, du hast einfach drei... Darf man bei Polygamie auch 10 Girls haben und so, oder was? Oder? Ich finde, es ist... Guck mal, Leon, halt mal die Fresse kurz, schau, hör zu. Ja, aber das Wichtigste fehlt dir noch, weißt du? Du hast zwar ein Haus... Warum sind Pizzastücke um seinen Kopf herum? Aber du brauchst eine Frau, damit es ein Zuhause wird. Wer sagt nicht, dass ich drei Frauen habe? Man darf ja vier haben, deswegen passt es ja. Absolut genial. Zuerst hatte Berührungsängste und auf einmal hatte einen Harem. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Und korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber soweit ich das verstanden habe, ist Polygamie im Islam mit bis zu vier Frauen erlaubt, aber unter strengen Bedingungen. Der Mann muss alle Frauen gleich behandeln und in der Lage sein, jeder Frau einen eigenen Haushalt zu finanzieren. Genau, und das im Insi-Modus oder was? Wo ApoRed sogar Hartz IV-Antrag gestellt hat, damit wir alle wortwörtlich seine Sozialwohnung bezahlen. Der kann sich nicht mal selbst versorgen. Boah, vier Haushalte stellen. Boah, das ist aber auch stressig, oder? Vier Haushalte komplett stellen. Das ist so teuer. Des Weiteren sagt die Professorin für Islamwissenschaften Amina Badut, Amina, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten kann, wenn das verhindere, dass er zu Prostis geht oder Affären hat. Das ist echt interessant, weil die ganzen Affären irgendwie gar nicht verhindert wurden. Ich kenne ja ein paar Mädels, mit denen er fremdgegangen ist, beziehungsweise fremdgehen wollte. Und ich kann euch sagen, die haben nicht vorher mit ApoRed geheiratet. ApoRed hat denen, wenn überhaupt, ein bisschen was vorgeheuchelt und danach einen polnischen gemacht. Denn ApoRed juckt der Islam sowieso nicht, der nimmt wirklich alles mit, was geht. Zum Beispiel bei Victoria. By the way, ich werde hier immer dazu einblenden. Boah. Digga, wir sind noch nicht mal in der Hälfte. Wir sind auch nicht mal in der Hälfte des Videos. Zwischen wem dieser Chat ist, damit ihr nicht durcheinander kommt. Die Chats sind teilweise zwischen dem Mädel und mir, zwischen dem Mädel und ApoRed oder Screenshots, wo ein Mädel mit einem Freund oder Freundin darüber geschrieben hat. Jedenfalls schrieb mir Victoria, dass sie bei ApoRed auf eine Instagram-Story geantwortet hat. Die haben dann daraufhin auf Insta bzw. Snapchat geschrieben. Er wollte ihr erklären, wie dominant er bei Bimsen ist und schrieb: Ich bin sehr gefährlich. Einmal... Ich bin sehr gefährlich. Boah, ist das unangenehm. Boah, wieso scheiße? Wieso habe ich das durchgelesen? In Köln, meine Mitbewohner haben gehört, wie hart dominant ich bin. Die haben Schock bekommen. Waren YouTube-Kollegen damals. Hab das Girl hart gegen die Wand gedrückt und todesdoll Doggy im Stehen am Ende lange durch alle Löcher hat so doll geklatscht, man hat überall... Digga, was ist das? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich bin sehr gefährlich. Gehört und auch Stampfen der Wand, dies, das, haha. Das ist eigentlich ganz interessant, weil das nur die Zeit sein kann, wo er 2015 in Köln mit Wiska... Oh mein Gott, es geht immer weiter. Wiska Bars am Muscle Scorpion mit dabei. Das ist ein geisteskrankes Crossover. Wir hatten schon jeden gerade dabei. Barca und Marcel Scorpion zusammen gewohnt hat. Aus Köln ursprünglich. Okay. Köln habe ich ja auch gelebt, Leute. Ihr wisst ja, ein Jahr war ich da mit Marcel Scorpion, Wiska Barca etc. am Start. Komisch, dass er dann 2016 angeblich nicht mit einer Frau in einem Raum sein konnte, denn da, wo er herkommt, ist es nicht so mit Frauen. Die haben sich jedenfalls auch getroffen. Er hat ihr erzählt, dass er einen Bodycount von über 200 hat und... Oh Mann. ...bis 21 Jungfrau war. Was bedeuten würde, dass er selbst bei 200 im Durchschnitt 7 Jahre am Stück weit häufiger als alle 2 Wochen eine neue geflankt hat? Ich bin kein Frauenheld, Bro. Ich bin kein Frauenheld. Ja, ApoRed hat auf jeden Fall alle Entscheidungen im Leben am... Sehr gut geschnitten, sehr gut geschnitten. Islam ausgerichtet. Das ist halt meine Lebensordnung. Ja, genau. Wie soll ich das denn raushalten? Wie soll ich das denn raushalten? Guck mal, hier hinten ist ein Gebetsteppich. So. Das ist alles mit meinem Leben verbunden. Verstehst du? Wie kann ich etwas... Boah, das ist mir zu viel. Ich wusste gar nicht, dass er so auf die Religion anspricht. Das mag ich nicht. Dann, boah, das ist krass. Diese Religion so als Schutzschild zu benutzen und dann hintenrum doch Scheiße zu bauen. Boah, fuck. Das fuckt doch auch alle ultra ab, die Religion wirklich ausüben, oder? Boah. Wie kann ich meinen Lebenssinn aus dieser Sache raushalten? Das betrifft doch alle meine Entscheidungen. Zurück zu Victoria. Sie hat ihn als alles andere als schüchtern beschrieben. Ich bin, wenn es um das Thema Frauen geht, ne? Ich bin relativ schüchtern sogar. Wir haben nicht großartig viel geredet, er hat relativ schnell losgelegt. Auch übrigens alles einvernehmlich, zum Beispiel Hände gefesselt. Aber wenn Mimi Frauen fesselt, ist er natürlich der perverse Psycho. Genau solche Leute kann ich ja leiden. Sie wollte mit Gummi, er wollte sie dann überreden, Gummi wegzulassen mit dem Argument, sie soll einfach die Pille danach...
Digga, what the fuck? Was geht denn bitte ab? Ach nee. Ich bin ein wirklich sehr respektvoller Mensch, wenn es zum Thema Frauen geht. Da könnt ihr auch wirklich jede Frau fragen. Ich würde schon sagen, dass ich sehr großen Respekt vor Frauen habe. Und ich versuche, Frauen immer gut zu behandeln. Ich gebe mein Bestes. Wir haben dann vorne rum mit und hinten ohne gemacht. ApoRed scheint generell auch sehr Hintertür fixiert zu sein. Was überhaupt nicht schlimm ist, es hat mich nur sehr überrascht. Denn was seine Religion angeht, habe ich schon... Wieso erfahren wir das hier? Vorne mit Kondom, hinten ohne. Wir haben noch einiges zu lernen. ApoRed kann mir ja vielleicht nochmal Islamunterricht geben, ob dieser Akt halal ist. Ich mach mal Islamunterricht für Mimiok. Ich will das nicht wissen. Zu spät. Zu spät. Ja, weil jeder Mimi will auch hier unbedingt Islamunterricht, Digga. Kann ich gerne machen. Ja, ich kenne mich da auch so ein bisschen aus. ApoRed wollte dann unbedingt noch einen Dreier mit ihr und meinte, sie solle ihn bei ABK treffen. Das war auch die Zeit, wo er bei ABK gepennt hat. Zum Treffen ist es dann aber nicht gekommen. ApoRed hat sie übrigens nicht heiraten wollen und sie wusste auch nicht, dass er verheiratet ist. Und ich glaube, dass du mehrere Girls am Start hast. Und die sind auch damit einverstanden quasi. Checkst du? Also die sind damit cool. Weißt du, was meine? Polygamie auf jeden Fall durchgespielt. Später hat sie ihn nochmal auf der Dating-Plattform Badoo gefunden, als er kurz in Berlin war für eine fadenscheinige Werbekooperation. Aber dazu kommen wir später. Er hat einen fotoverifizierten Account, wollte sich sofort wieder mit ihr treffen und hat nochmal bestätigt, dass er echt ist, indem er auf Insta schrieb, dass das Profil real ist und hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass angeblich zwei Manager mitlesen und sie lieber über den Account ApoRed Private schreiben sollten. Soll ja keiner mitbekommen von seinen Affären. So, jetzt... Wow. Leute, ich habe 33 Stunden nicht gepennt, okay? Das ist gerade krass. Ich funktioniere auf dem allerletzten Drücker. Ich bin maßlos überfordert mit den ganzen Informationen hier. Mir ist immer wieder heiß und kalt und meine Beine schlafen ein. So krass ist das. Dass das kein Fake ist, schauen wir mal sein Badoo-Profil an. Das ist auch krass mit genug Schlaf. Scheiße, das ist auch so krass. Ach du Scheiße. Er sagt, dass er als Associate Designer arbeitet. Ja, das würde ich auch lieber hinschreiben, wenn ich den ganzen Tag TikTok-Matches machen würde. Bock. Darf ich? Was soll das? Sich vorstellen, der deutsche Tom Ford und er ist cooler als die anderen Dudes. Ja, ich kenne auch keinen anderen Dude, der so cool ist und sein Blechschmuck mit einem Mietwagen matcht. Er gibt sich als Single aus. Und die sind auch damit einverstanden quasi. Checkst du? Also eigentlich ist er damit einverstanden. Der Rest wird einfach angelogen. Checkst du? Er sagt, dass er keine Kinder will. Achso, 7 Kinder haben oder gar keine Kinder haben? Oh, nee, Digga. 7 Kinder, absolut, Digga. Was wir gar keine Kinder haben, ist ja... Digga. Also... Ich weiß nicht, also wenn es Leute unter euch draußen gibt, die sagen, boah, ich will keine Kinder haben, ich sag mal so, es gibt einen Fortpflanzungsinstinkt, ne, und das gehört zum Menschsein einfach dazu, Digga, und ich weiß nicht, die es gar keine Kinder haben, das finde ich einfach nur so rotz, Digga, wer das macht, Schaukelkopf. Bei der Größe hat er natürlich noch die kurzen Beine seiner Lügen mit eingerechnet. Er ist 28 Jahre alt, 1,88 Meter groß. Und er sagt, dass er ein Master- bzw. Diplom hat. Digga, was ist doch, wie unangenehm ist das? Ist ja alles gelogen, Mann. Wie kann man denn in einer Dating-App lügen? Aber alles, ist ja alles gelogen. Ist ja alles. Sein Lebenslauf beim Arbeitsamt sagt allerdings was anderes. Der hat keinen einzigen Tag in seinem Leben studiert. Aber hast du studiert oder nicht? Nö, ich sollte eigentlich studieren. Ich sollte eigentlich studieren. Wo kommen denn diese random TikToks alle her? Das ist ja krass. Architektur studieren, aber hab mich dann für Selbstständigkeit entschieden. Bewusst. Der Typ hat nicht mal sein Schulzeugnis abgeholt. Ich scheiße auf mein Zeugnis. Ich hab mein Zeugnis nicht mal abgeholt. Ich hab drauf geschissen, Digga. Ich bin auch hingegangen. Ich hab mein Zeugnis nicht mal abgeholt. Bis heute hab ich mein Zeugnis nicht mal abgeholt. Ich hätte genauso gut auch gar keinen Abschluss haben können. Juckt mich gar nicht. Aber der ehrliche Associate Designer ist natürlich nicht nur auf Badoo besonders muslimisch, sondern natürlich auch auf Lavu wie bei Mona. Oder auf Tinder, wo er Luisa gefunden hat, mit der er dann weiter über Snapchat schreiben wollte, weil er angeblich zu selten auf Instagram sei. Komisch, wenn ApoReds Freunde eine Freundin haben, dann kritisiert er sie schon, wenn sie nur einer Frau hinterher schauen. Bin ich der Typ, der geiert? Digga, wie viele Frauen haben denn Mimi geschrieben und die ganzen Chats mit hinterher? Das ist doch krass. Ich bin der Typ, der die Leute, die geiern, sogar kritisiert. Und da habe ich auch 1000 Zeugen dafür. So, ich habe einen Kollegen in Real. Boah, scheiße, das Video haben wir damals auch geschaut. Oh, das ist so krass, Mann. Warum tut uns Mimi das an? Digga, das ist das erste Mimi-Video, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte es mir nicht angeguckt. Ach, scheiße, Mann. Der schneidet das so böse zusammen. Ich bin jetzt mit einer Freundin, weißt du? Und dann war ich mit ihm unterwegs, hat er auf irgendwelche Leute gegeilt. Dann meinte ich, hey, Digi, du hast eine Freundin. Was machst du für eine Scheiße? Was soll ich machen, weißt du? Ja, das ist so. Das ist jetzt vielleicht, ist vor kurzem so gewesen, aber ich sag mal, 2016 war es da auch so? Nee, ich in dieser Art war ich immer so. ApoRed ist währenddessen aber auf allen Dating-Plattformen auf der Jagd nach Frischfleisch. Oder vielleicht haben einige den Clip von Sabrina und Lilly gesehen, der auf TikTok viral gegangen ist. Die beiden haben ApoRed auf der Reeperbahn getroffen und ein Foto gemacht. Nachdem Sabrina ihm das Bild auf Insta geschickt hat mit voll süß geworden, schrieb ApoRed daraufhin, ja, wegen dir.
Side Fact, die beiden sind übrigens lesbisch. Die haben den dann halt getrollt und er hat gefragt, was geht heute nach? Und weiter schrieb er, dass sie Freunde mitbringen soll, weil noch zwei Kollegen aus Wuppertal da seien. Ah ja, wahrscheinlich wollte ApoRed hier nur eine besonders muslimische LAN-Party organisieren. Auf WhatsApp hat er dann noch ein Yo Hardy hinterhergeworfen. Das Ganze hat schon einen ganz besonders ekelhaften Beigeschmack, weil das übrigens exakt in dem Zeitraum war, als ApoRed mit ABK und Kollegen ein paar Tage in einem Hamburger Airbnb gewohnt haben und auf YouTube noch dargestellt haben, wie vorbildlich sie gemeinsam beten. Boah, was? Das ist zu viel. Ich wollte mir wirklich nur was reinziehen, ob er jetzt Steuerschulden hat oder nicht mit seinem Insolvenzverfahren. Was gibt's denn da alles noch? Es muss doch, das ist die Entschuldigung Teil 10, die geht schon wieder eine Stunde. Irgendwann ist doch mal fertig. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich sehe die beiden einfach hier beten. Und ich lieg im Bett. Schau mal, ne? Dass ich mich nicht schäme. Guck mal, ApoRed am Beten. Mal nimm das als Vorbild. Aber warum sollten da jetzt Mädels vorbeikommen, ApoRed? Wahrscheinlich zum Richtung Meckerbück beten, meine ich. Sorry, ich hab mich versprochen. Bitte nicht meckern. Nachdem der Clip von Sabrina und Lilly die Runde gemacht hat und wieder mal jeder gesehen hat, dass der muslimisch verheiratete Puma auf Frauenjagd geht, hat ApoRed Sabrina blockiert und alle Nachrichten zurückgezogen. Aber nicht nur das. Er wollte sie noch einschüchtern und meinte, dass er alles seinem Anwalt übergeben wird. Und das wird Sabrina 5.000 bis 20.000 Euro Strafe kosten. Wir treffen uns doch nicht mit ApoRed. Update, er will uns anzeigen. Leute, es kommt schon 5.000 bis 20.000 Euro. Was hat er geschrieben? Hey, ihr könnt den TikTok-Post weiter drin haben. Es wurde hier alles gespeichert. Der Anwalt ist involviert. Er hat Druck, weil er hat auch alle Nachrichten an uns gelöscht. Weil Leute, ich sag euch so, es war Liebe auf den ersten Blick. Er hat Sabrina so angeguckt. Er hat sich verliebt. Komischerweise ist das schon ein Jahr her und es kam natürlich immer noch nichts. ApoRed hat sich mal wieder nur als Luftpumpe identifiziert. In den TikTok-Kommentaren schrieb Selina, dass ApoRed ihr Merry Christmas zu Weihnachten geschrieben hat. Das ist ja echt super nett von ihm. Der ist so nett, dass er das noch Nadja geschrieben hat, gefolgt von Du bist hot, jetzt ist nur die Frage, ob du cool bist. Ich bin... Alter, das ist... Alter, was ist das denn? Ich bin mir trotzdem sicher, dass Merry Christmas war ohne Hintergedanken aus reiner Nächstenliebe zu fremden Menschen, die nur zufällig alle Pflaumen haben. Genauso ging ein Merry Christmas an Leila, mit der er dann trainieren wollte. Aber vorher ein Date. Mit Pizza und Kuscheln. Dann noch ein Körperbild hinterher, als hätte man danach gefragt. Und ein Dein Boy ist... Ich bin sowieso immer auf 200 Gramm Protein am Tag. ...ist sportlich. Er gehe bald... auf seine alte Form. Willst du sehen? Bevor sie überhaupt darauf antwortet, hat er direkt die Bilder geschickt. Fragt dann, ob sie aus Hamburg ist und will Nummern tauschen. Ja, was man eben so macht als muslimischer Puma, der eine Vollkornpizza essen will. Ich frag mich nur, wie er kuscheln will, wenn er Berührungsängste bei Frauen hat. Zählt das ganze Fremdgehen vielleicht schon als Konfrontationstherapie, um seine Angststörung zu bewältigen? ApoRed, ein fleißiger Patient. Dann hat er noch Melanie mit seinem ApoRed Private Account auf Insta angeschrieben. Er hat sie bei LaVou gesehen, gematcht hatten die dort übrigens nicht. Sie dachte erst, er sei fake. Dann hat er seine allerechte Echtheit aber damit bewiesen, dass sie auf den ApoRed-Account geschrieben hat und er davon einen Screenshot in den Chat gepostet hat. Sie hat gefragt, warum er ihr schreibt und er direkt: Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, welches meinte, du bist ein Baddie. Und ich stehe auf Baddies, weißt du? Baddies? Das ist ja krass. Das schreibt er den einfach so. Also das ist ja auch voll, ich finde das ja auch extrem uncool, oder? Springt da jemand drauf an? Bitches, you know what I mean? Erzähl mal, bist du eher so auf Beziehung oder locker? Sie hat gemeint, dass sie kein Interesse an lockeren Stuff hat. Er, jeder wünscht sich im Inneren was Ernstes. Als sie die Gegenfrage gestellt hat, hat er das offen gelassen. Er habe keine Erwartungen. Er meinte dann noch, dass er 28 ist, aber biologisch 23. Keine... Boah, ist das unangenehm. Boah, scheiße. Was haben die denen denn da alles zugeschickt? Biologisch 23. Alter, fuck. Er kommt an seine Power ran. Er habe außergewöhnlich viel Energie, Selbstbewusstsein, Power, psychische und mentale Kraft. Ist das nicht das Gleiche? Oder kann er zusätzlich noch irgendwie Telekinese und Psi-Strahlen? Die Konfusion ist auf jeden Fall sehr effektiv bei mir. Vor allem bekomme ich bei ihm immer die Vibes, dass er um jeden Preis das Mädel beeindrucken will. Egal wie, Hauptsache unangenehm. Der slidet in die DMs und macht dann ganze Zeit so hier. Egal wie wenig Interesse das Mädel zeigt. Jedenfalls hat er dann noch Jessie angeschrieben, die übrigens wortwörtlich nur Hamburg in ihrer Story getaggt hat und direkt eine Nachricht von ApoRed bekam. Ja, so viel zum Thema, er sei nicht oft auf Instagram. Sass. Da hat jemand nur Hamburg getaggt und er hat sie angeschrieben, weil er in Hamburg ist. Dass das überhaupt eine Masche ist, ist das krass. Gab's noch Ronja, sie hat ihn... Das ist eine völlig neue Seite von ApoRed, die wir jetzt hier in dem Video erfahren. ...angeschrieben und nach Discord gefragt. Er hat dann darauf angespielt, dass sie ihn doch nur klären will, aber safe 12 Jahre jünger sei als er. Da stellt sich die Frage, wie der zum Zeitpunkt 28-jährige ApoRed darauf kommt, dass sie 16 sein könnte. Denn auf ihrem Profil sah man nur ein schwarz-weißes Bild mit Handyform-Face. Nun ja, sie hat in der Bio stehen, dass sie vergeben ist. Und wenn man auf das Profil des verlinkten Freundes geht, sieht man, dass er 17 ist. Offensichtlich kam dadurch auch ApoReds Alters
Selbsteinschätzung. Das Mädel hat dann nochmal bestätigt, dass sie 16 ist. ApoRap weiß, dass sie einen Freund hat, hindert ihn trotzdem nicht daran, ein Foto von ihr haben zu wollen. Sie hat dann so ein Trollbild geschickt. ApoRap meinte, dass sie süß ist, aber sie aus Prinzip noch anderthalb Jahre warten, bis sie 18 ist. Ich frage mich, ob ApoRap auch was von warten geschrieben hätte, wenn es ein Birdie-Bild gewesen wäre. Und unabhängig davon, dass es legal wäre, braucht er hier eigentlich nichts von Prinzipien schreiben, weil er wortwörtlich zwei Tage später trotzdem mit einer 16-Jährigen aufs Zimmerchen ist. Aber dazu komme ich gleich. Erinnert ihr euch, als ApoRap... 80er. Nö. Ey, das geht noch eine halbe Stunde, das Video. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Red ein Video mit der militanten Veganerin gemacht hat. Da ist er mit Leon von Hamburg nach Frankfurt gefahren für... Karre. Das Video und danach ist er dann ein, zwei Tage später rüber nach Katar geflogen. Diese Zeit war das. Noch in Frankfurt hat unser schüchterne, strenggläubige Moslem mit Berührungsängsten dann 3 Uhr nachts random die Tabea angeschrieben. Was geht? Noch wach? Ja, warum schreibt man 3 Uhr nachts einer fremden, freizügigen Frau? Bestimmt, um mir 3 Uhr nachts zu erzählen, dass man alle seine Entscheidungen im Leben am Islam ausrichtet und dass da hinten sogar ein Gebetsteppich liegt. Aber es wird noch besser. Neben Tabea hat er an diesem Tag auch noch mit der 16-jährigen Alina geschrieben, die scheinbar wirklich ein Fan von ihm ist und zuerst Voices von ihm haben wollte, wo er sie grüßt. Was geht ab? Was geht ab, die so? Boah, Mann, das ist alles, die haben alles weitergeschickt. Ey, wie viele Leute haben den Mimi angeschrieben. ApoRap kann niemand mehr im Internet anschreiben, weil egal wer es ist, der schickt direkt alles zu Mimi rüber, die andere Person. Ach du verfickte Scheiße. Nina, bleib stramm, ich grüß dich. Bleib ein Ehrengirl. Da wurde auf jeden Fall die muslimische Puma-Stimme aktiviert. Und kurze Zeit später hat sie öffentlich stolz auf Snapchat gepostet, dass es sehr wild war mit ApoRap im Hotel. Auf jeden Fall beneidenswertes Achievement. Ich sehe es damit genommen aus, war aber sehr wild mit ApoRap im Hotel. Digga, das kann nicht sein. Achievement an der Stelle. Props dafür! Als Leute sie dann darauf angesprochen haben, meinte sie... Dann hat er gesagt, er müsste vorbeikommen. Und hat er gesagt, ja okay, ich hol dir Taxi, hat mir halt Taxi geholt, hat mich zu ihm im Hotel gefahren und jetzt fahre ich halt wieder zurück, also mit S-Bahn. Also ApoRap hat 4 Uhr nach... mit S-Bahn! Der holt noch nicht mal ein Taxi und fährt sie nach Hause. Oh, ist das krass, ist das abgefuckt, Alter. Der ist so alt wie ich. Digga, die ist 16. Boah. Das letzte Kleingeld für ein Groupie zusammengekratzt und sie ist dann um 6 Uhr früh wieder mit der S-Bahn zur Schule. Wahrscheinlich gab es dort Islamunterricht für Mimi. Ich kenne mich da auch so ein bisschen aus. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ob und wie er Alina 4 Uhr nachts vor der sehr wilden Sache noch geheiratet hat. War der Imam gerade zufällig im Nachbarzimmer oder was? Und das unterstreicht nochmal, was er eine Stunde vorher bei Tabea vorhatte. Der Primatenpuma ging seinen Trieben nach. Lustigerweise hat sich ApoRap wortwörtlich nur ein paar Stunden vorher gegenseitig mit seinem Kumpel Anas Islam verlinkt, der ausschließlich Islam-Content postet und neben ihm und Millie darüber gesprochen hat, dass er sich nach seinem Gott richtet, was der Mensch zu tun hat und was nicht. Ich sag, bei euch ist alles so kompliziert. Ah, der hat ein Bewusstsein, also macht... Digga, dass das alles zeitgleich passiert, das ist auch so krass, ne? Ach du Scheiße. Wieso? Ach, der... Nee, ich bin klassisch. Ich sag einfach, Digga, ich sag, guck, was konservativ, ich sag, was legal ist. Nach dem Motto, was mein Gott sagt und der ist ja mäßig so, der sagt, was der Mensch zu tun hat und was nicht. Und ein paar Stunden danach geht er gezielt fremd noch in der gleichen Nacht, während Anas Islam auf dem Parkplatz betet. Dieses Level an Heuchelei kann man sich gar nicht ausdenken. Als er dann in Katar war, hat er natürlich schon weitere muslimische Puma-Schritte geplant. So hat der Alicia Joan geschrieben. Ach nee, Moment. Janice heißt die. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum er die Janice angeschrieben hat. Sie meinte noch zu mir, dass er nach diesen paar Wörtern hier ein Bild geschickt hat, was er danach zurückgezogen hat, als sie nicht mehr drauf geantwortet hat. Das war so ein Einmal-Anschauen-Bild, auf dem ApoRap wohl vor einem teuren Auto stand mit der Caption: Bist du Single? Cringe. Abgeholt hätte sie am Ende wahrscheinlich trotzdem mit dem Fünftwagen, ein Opel. Weil die 4 anderen Luxuskarossen zufällig gerade in der Werkstatt sind und auf Carbon umgesneakt werden, seit 3 Jahren. Oder erinnert ihr euch an mein ApoRap Teil 2, wo ich meinte, dass ApoRap auf Snapchat gefragt hat, wer aus Hamburg ist. Und die, die sich gemeldet haben, hat er nach Fotos gefragt und versucht, sie zum Dreier zu überreden. Davon hatte ich Chats von Tina und Samira eingeblendet und ApoRap meinte damals, dass die Fake seien. Was übrigens wieder eine Lüge von ApoRap war. Kurz darauf hat sich noch Erika bei mir gemeldet, die sich auch an den Snap erinnern konnte. Leider hat sie den Snapchat-Verlauf nicht gespeichert, aber konnte mir Verläufe und Voices an ihre Freunde bzw. Freundinnen zeigen vom April 2020, wo sie andere gefragt hat, ob das wirklich der echte Account von ApoRap ist, weil sie so perplex war, was er für Sachen geschrieben hat. Da hören wir mal kurz rein. Dann hat er gefragt, ob ich die Bilder von mir schicken kann, ob ich dann halt so 3 normale Bilder geschickt von mir, dann meinte ich, boah, das ist. Und dann hat so drauf gesehen, weißt du, wie ich meine. Eins mit Marlene halt aus Hamburg. Du bist so ähnlich der Echte, der so, doch. Der sehe, aber wenn du so reagierst, merke ich schon, dass ich dir zu pervers bin. Weil ich halt nur so im Chat war, Junge, kann doch nicht der Echte sein. Dann meinte der so, ja, hattest du schon mal anal.
Ich so, nein, Junge, du bist eh fake. Habe ich halt seinen Nutzernamen gesehen. So, dann habe ich den halt gegoogelt. Boah, Digga, ist das abgefuckt. Halb Deutschland belästigt im Internet. Googelt so. Auf mehreren Seiten, ja, wie heißt Apparat auf Snapchat, weißt du, kann man ja so nachgucken. Da kommt auf einmal raus, dass der genau so heißt. Und ich habe den ja schon so ewig geaddet. Von früher noch, das muss der echte sein. Ich habe so auf seine Story vorhin reagiert und dann hat er mir gerade die ganze Zeit geschrieben. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob das der echte ist, aber im Internet steht überall, dass der auch so heißt. Das verunsichert mich jetzt, weil er mir ganz komische Sachen geschrieben hat. Im Internet steht überall, dass das der echte ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der sowas mit mir schreibt. Ich glaube, ich brauche noch mehr Islamunterricht für Mimi. Ich kenne mich da auch so ein bisschen aus. Wahrscheinlich wollte unser Prophetensohn nur den Scheitern aus ihrem Darm befreien. Apparat, der Held unserer Zeit. Des Weiteren hat er Madeleine angeschrieben, die kannte meine Videos beide. Digga, was geht denn ab, bitte? Wie viel denn noch? Ich dachte, da kommt mal ein anderes Thema. Und war quasi auch ganze Zeit in Kontakt mit mir. Aber damit das klar ist, ich habe sie zu nichts angestiftet. Die hat den von sich aus hops genommen, so wie vorhin mein geiler Lesben-Squad. Er hat Madeleine eben auf Tinder gesehen und dann auf Instagram angeschrieben. Sie hat direkt gefragt, bist du nicht verheiratet? Er, haha, nee, es wird ohne Ende Quatsch über mich gelabert. Aber Anwälte klären das nebenbei immer und ich krieg dafür Taschengeld. Also erstens, deine Anwälte klären einen Scheißdreck. Zweitens, leugnest du hier schon wieder deine Ehefrau. Polygamie ein weiteres Mal durchgespielt. Checkst du? Und drittens, wenn du nicht verheiratet bist, dann betrügst du ja die ganzen Behörden für die Sozialwohnung und den Hartz-IV-Antrag. Tittim. Und schon wieder habe ich dich schachmatt gesetzt. Das Problem ist aber, ApoRed verliert nie, weil er einfach immer bestimmt, dass er gewonnen hat. Also Taschengeld von Max bekommen, stimmt. Dann habe ich Taschengeld. Dann haben Romatra und ich haben ApoRed Taschengeld bezahlt. Das stresst mich auch so. Und ich hatte mit Matt Martin erste bekannte Beef gehabt. Ich hatte mit Allotrix ein Beef einmal gehabt. Ich hatte einige Beefs gehabt, Bruder. Aber ich glaube, ich habe jeden Beef gewonnen, glaube ich. Ne? Ich habe mich nie unterkriegen lassen. Keiner kann mich argumentativ zerfetzen. Ich habe militante Veganerin, habe ich so, in der Luft. In der Luft habe ich sie genommen. In der Luft. So ein Ding. In der Luft habe ich sie genommen. Bruder, sie ist am Ende aufgestanden. Das war zu hart für sie. So ein Ding. Keiner. Es gab bisher keinen Menschen, der mich live auseinandernehmen konnte. Alle haben kassiert. Ob es ein Kuchen war, ob es eine militante Veganerin war. Live. Immer alle zerfetzt. Das Einzige, was die Leute machen können, ist immer nur so Videos machen, Leute aus dem Kontext ziehen, Lügen über mich verbreiten, falsche Sachen über mich verbreiten. Aber live kriegen alle auf die Schnauze. Immer. War immer so. Also pass mal auf, Freundchen. Gegen Mert Matan Beef zu gewinnen, ist überhaupt keine Kunst. Den habe ich schon zweimal ins Nirvana geflext zu einer Zeit, da konnte der sich sogar noch Kaugummis leisten. Dass es so eine Zeit mal gab, kann man sich ja mittlerweile kaum vorstellen. Bei Allotrix hast du dich komplett blamiert mit deiner Hetze und die militante Veganerin hat nach einer Stunde abgebrochen, nicht weil ApoRed so ein krasser Debattenführer ist, sondern weil ihr sie zu dritt vollgelabert habt. Ihr habt euch immer im Kreis gedreht, immer mit den gleichen logischen Fehlschlüssen, die Raffaella euch zigfach erklärt hat. Die hätte auch mit einem Range Rover ohne Nummernschild reden können. Da wäre das Gespräch wahrscheinlich sogar weiter vorangekommen. Und KuchenTV hat dich in der Live-Debatte komplett auseinandergenommen, weil er dich mit den Punkten aus meinen Videos konfrontiert hat, die du nie kontern konntest und dich dann um Kopf und Kragen geredet hast. Zumal das ja jetzt noch lustiger ist, wenn man weiß, dass Carina mittlerweile offiziell gewonnen hat und dieser Case auch das Hauptthema in der Live-Debatte war. Sich dann trotzdem dahin zu stellen und zu sagen, dass man alle zerfetzt hat, ist schon eine ganz komische Selbstwahrnehmung. Aber zurück zu dem Chat mit Madeleine. Er sagt, man behaupte, er sei ein flüchtiger Steuerbetrüger und Häftling. Das ist auch so ein typischer ApoRed-Move, den hat er auch schon oft in Streams gebracht. Leute konfrontieren ihn mit einem Fakt aus meinem Video und ApoRed's Antwort ist ein Strohmann, wo er ausschweifend erzählt, was Leute über ihn so alles erzählen, um den Eindruck zu erwecken, dass generell alles Unsinn ist. Er war dann jedenfalls erstmal in Katar unterwegs. Nachdem Madeleine die Menschenrechtsverletzungen anspricht, meinte er, dass die deutschen Medien nur lügen. Vor Ort sieht das ganz anders aus. Und die Gastarbeiter werden besser behandelt als die, die damals Deutschland aufgebaut haben. Also ich traue mich das jetzt ehrlich gesagt nicht zu bewerten, aber ich denke mal, ApoRed war da wahrscheinlich dann auch damals nach dem Krieg vor Ort und kann das besser bewerten, nehme ich an. Und obwohl ApoRed davon ausgehen kann, dass Madeleine... Digga, what the fuck? Das ist Chats einfach mit fremden Frauen? Was ist denn überhaupt? Wen meine Videos kennt und die beiden hier auch menschenrechtstechnisch angeeckt sind, hält ApoRed es trotzdem für eine schlaue Idee, zu versuchen, sie zu daten. Also so dumm und unvorsichtig muss man erstmal sein. Zu dem Zeitpunkt war das Blut auf jeden Fall schon nicht mehr in seinem Hirn. Das hier war übrigens nicht mal ihre eigene Nummer, sondern eine aus ihrem Freundeskreis. Die haben dann zu zweit mit ihm geschrieben. Er hat die dann eben auf WhatsApp angeschrieben und direkt gefragt, was sie Montagabend macht. Dann halt Smalltalk-Gelaber über Essen und dass er mal in Tokio war. Dann fragt er nach Hobbys, sie erwähnt unter anderem Fitnessstudio und dann ging's wieder los. Aktuell 7-mal die Woche Sport, wobei ich wieder ein bisschen verkackt habe. Aber ab morgen, haha, Boxen. Wobei ich ein bisschen verkackt habe. Brazilian Jiu-Jitsu, Gym 4-mal die Woche, Cardio, sonst Klavier und Animes, haha. From this, haha, that's now. 110 Skinny Fett zu 84 mit Sixpack now, haha. Aber geh auf 80 runter. Das haha immer um wieder sauber auf meine finale Form zu gehen, wie damals, als ich das richtig ernst gemacht habe. Wait, 104 Kilo, naturale Spitze, haha. Ich bin happy, gerade als Süd...
Haha. Erzähl mal, was ist dein Typ von Boys? Black, half, Kanak, Blondie, breit, normal, skinny und auf Girls, wenn du auch auf die stehst. Haha. Kleine lustige Randnotiz. Madeleine hat mir ja immer diese Updates von den Verläufen geschickt und das... Das ist so krass, oder? Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Das war alles so wirr für mich, dass ich sie selber nochmal nach dem Kontext gefragt habe für die Transformation mittendrin. Ich dachte, sie hat mir vielleicht dazwischen irgendwas nicht geschickt und dann hat sie nochmal bestätigt, dass es tatsächlich genauso weird war, wie ich es empfunden habe. Sie meinte, ich verstehe ihn teilweise nicht, er ist ziemlich random. Und diesen ganzen Wall of Text hat ApoRed geschrieben, obwohl sie nicht mal die Gegenfrage mit Hobbys gestellt hat. Zu der Typenfrage meinte sie, by the way, dass es ihr scheißegal ist, der soll sie einfach gut behandeln und loyal sein. Absolute Ehrenantwort, da ist sie ja bei ApoRed genau richtig, der so loyal ist, dass er sogar seine Ehefrau leugnet. Checkst du? Dann hat die Freundin von Madeleine aus Joke ein Stück aus Everyday Saturday angerappt. Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Und dann ging das wieder los. Einer von Benziger 3 auf mein Hemd, ich hab Cylon the Gang, du bist scheiße und wack. Digga, meine rein. Kannst dir das zeigen? Ey, der Text war voll schwer. Schlauberger, guck, ich schreib im Bett mal krasse Lines, während... Rappt der Sprachnachrichten, um zu flirten und schickt die ganze Zeit Fotos von sich, wie er trainiert. Das ist krass, das ist eine völlig neue Seite, Leute. Das ist eine völlig neue Seite von ApoRed, die wir nicht kannten. Narzissmus-Skala in tiefroten Bereich. Dein Kopf hört sag, sie ist auf jeden Fall ein Ehrengirl, dass sie den Text kann. Dass Digga, ist das unangenehm. Was ist denn, wenn ApoRed das Video sieht? Digga, das Video geht immer noch 20 Minuten. Das hört nicht auf, das Video hört nicht auf. Ey, ich schaff das nicht. Wieso bricht er das nicht in vier Teile draus? Er meinte schon, das ist nur ein Teil von vielen. Das ist zu viel in einem Video. Das brauche ich Wochen, um das zu verarbeiten. Alles in einem Video. ApoRed wird das Video sehen. Das wird doch, das macht doch gar keinen Bock, so ein Video über sich zu sehen. Das ist echt nicht so easy. Du willst auch ein echter sein, das ist echt nicht leicht. Du brauchst einen freshen Style mit freshen Nikes, so wie Red, du weißt. Aber Bruder, halt das Rezept geheim. Scheiß Penner. Ein bisschen Schamgefühl muss man haben und so. Scheiß Penner einfach. Das macht doch gar keinen Sinn, was du da gerade von dir gibst. Ich habe noch nie in meinem Leben behauptet, dass ich ein krasser Rapper sei. Sowas würde ich nicht mal zum Spaß sagen. Kurze Sidequest in der Gegenwart. ApoRed hat in Streams behauptet, er könne sogar auf Englisch freestylen und das mit Bravour. Ich könnte auf Englisch rappen, wenn ich will. Ich könnte einen Beat anmachen, ich könnte auf Englisch sogar freestylen. Und das sogar mit Bravour. Okay? Ganz entspannt, Freunde. Ihr solltet irgendwelche Wörter für die Freestyles in den Chat schreiben. Ich hoffe nicht, dass er jetzt auf Englisch freestylt und rappt. Das würde ich jetzt nicht schaffen. Komm, einfach so spontan. Ohne Beat. Aber ey, da macht mir Screen Recording. Vielleicht könnt ihr auf TikTok pausen, vielleicht geht ihr ab, weiß nicht, Digga. Okay, Bro, Screen Recording läuft bei mir. Let's go, Bro. Finanzamt. Dreimal Finanzamt. Okay, warte. Finanzamt. Oh, das ist schwierig, Digga. Finanzamt. Finanzamt. Digga, das ist ein schwieriges. Das ist. Er soll Screen Recording anmachen, falls es auf TikTok viral geht. Das ist ein schwieriger Hase, warte. Das ist aus einem Genshin Impact Placement die Aufnahmen. So. ApoRed, schaut euch mal diesen Gigant an und er setzt noch mehr Milliarden um als das Finanzamt. Ja, sehr, sehr wichtig. Fünf Wagen auch nicht schlecht. Fünf Wagen. Das ist ein schwieriges Wort, ne? Fünf Wagen. Digga, ist er das echt oder spielt er irgendwie so eine Rolle? Das ist noch schlechter als der Strobel. Mit Bravour kann er auf Englisch freestylen. Ist das Freestyle? Stimmt, ist das Freestyle. Und dann kommt er wieder rein vom Genshin Impact Placement. Das kann nicht real sein. Ja, oh mein Gott. Stellt euch vor, Mimi hat uns geisteskrank verarscht. Das ist alles fake und alles mit AI gemacht. Das wünsche ich mir. Fünf Wagen. Boah, das ist echt schwierig, Digga. Warte. Fünft Wagen. Weil ich versuche auch saubere reinzumachen. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ein... Oh Mann, wir schneiden jetzt zweimal rein. Warum ist das so lustig? Oh, hier nur nach 15 Spaß, der jetzt irgendwie einen Reim raushaut, wo sich nur eine Silbe reimt. Ich versuche auch immer den Hasen clean zu halten. Ne? Und das gibt dem ganzen Game einfach nochmal viel mehr Atmosphäre. Es ist auf jeden Fall ein super schönes Spiel. Es ist normal, das kann nicht sein. Spiel, es ist kostenlos. Fünf, oh Digga, fünf ist eklig, Alter. Warte. Fünf waren. Oh Mann, jetzt hat er schon vier Stück da drin. Darf ich vorstellen? Der deutsche Harry Mack? Okay. Ja. Okay. ApoRed
Jedenfalls ging es bei Madeleine dann ums Treffen. Da sie aber etwas Angst vor ApoRed hatte, hat sie ihn gefragt, ob eine Freundin dabei sein kann. Ihr ginge es gerade nicht so gut. Er dann? Haha, bin relativ offen und gechillt, aber kennst du? Ich dachte, wir haben Date. Aber egal, komm, ich helfe, wo ich kann. Sie meinte dann, dass es ihrer Freundin mies geht wegen ihrem Ex und sie möchte sie deshalb nicht alleine lassen. Er? Ja, komm, Triple Date, kann mich auch um zwei Girls kümmern. Für die, die es nicht wissen, ein Triple Date ist quasi sowas wie eine Triple Nuclear Life, nur halt für schüchterne Moslems mit Ehefrau im Clan und Friendly Fire aktiviert. Triple Nuclear. Madeleine hat mir nach dem Treffen gevoiced, wie es war, und ich schneide mal die interessantesten Stellen zusammen. Also, die Story zu ApoRed kommt jetzt. Wir haben halt erstmal... Digga, wer... Also, das ist doch... Das kann nicht sein. Das ist jetzt hier die 29. Dame im Interview. Was ist denn los? Erstens, was macht ApoRed? Zweitens, warum ist alles festgehalten? Und drittens, warum landet alles bei Mimi? Alle Dinge geredet. Wegen, keine Ahnung, er will sich noch Tattoos stechen lassen, Piercings. Und dann irgendwann hat er mir einen Glühwein ausgegeben, weil er meinte, also ich zitiere jetzt, er hat es gesagt, dass wenn ich einen Kanacken sehe, dann muss ich was trinken. Ja, und deswegen hat er mir den Glühwein ausgegeben. Ah, verstehe. Also der strenggläubige Moslem, der wahrscheinlich auf seinen Gebetsteppich zum Date geflogen kam, kauft jetzt Alkohol, den das fremde Mädel dann zügig trinken soll. Das ist ja interessant. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Islamunterricht für Mimi von diesem Hartz-IV-Hodger. Ich kenne mich da auch so ein bisschen aus. Auf jeden Fall hat er die ganze Zeit sehr viel von sich selbst geredet. Also, egal was du ihm erzählt hast, er konnte das irgendwie auf sich rückschließen und hat dann was von sich selbst geredet. Also es war schon echt ein bisschen anstrengend und nervig. Er will mich auf jeden Fall wieder treffen. Und will dann auch tatsächlich mehr. Er meinte irgendwie sowas wie Kuss auf deinen Hals und Herzchen oder sowas. Er war halt vorher, seiner Meinung nach, im Gym. Und er hatte halt auch nur irgendwie eine Jogginghose an, einen Tanktop und so eine kurze Cropped-Plüschjacke. Und irgendwie hat er die ganze Zeit versucht, bei egal welchem Thema, seine Jacke auszuziehen, damit man seine Muskeln sieht. Also weil wir dann darüber geredet haben, dass es irgendwie kälter als gedacht war und sowas. Und dann musste er natürlich erstmal seine Jacke ausziehen, meinte, mir ist gar nicht kalt, guck mal, fass doch an, keine Gänsehaut und so. Und dann ist er da halt in Tanktop rumgelaufen, wo ich auch dachte, muss jetzt nicht, ne? Also, muss einfach nicht. Tatsächlich meinte er auch, er ist voll wenig am Handy und seine... Das ist doch so unangenehm, was ist das? Warum so viel? Wir haben es verstanden. Verstanden. Das sind auch nur die Chats, die zu Mimi gesendet wurde. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele da draußen wahrscheinlich nochmal sind. Digga, was hat Mimi alles? Boah, es hört nicht auf, Mann. Ich war gar nicht drauf vorbereitet, ne? Ich dachte wirklich, es ging um die Steuerschulden. Ich war völlig in einem anderen Thema. Ich hab gar nicht, überhaupt nicht, null, wirklich. Wow. Bildschirmzeit sind nur 20 Minuten. Er meint wohl eher 20 Minuten am Tag, nicht am Handy. Weil er ja die ganze Zeit nur am Arbeiten ist und keine Zeit hat und immer nur am Trainieren ist. Und er war ja vorher anscheinend schon beim Training, ich weiß nicht, also er sah auf jeden Fall nicht verschwitzt oder irgendwie fertig aus. Und meinte, er geht danach nochmal, weil er muss ja richtig stabil werden. Und oh, ist das unangenehm. Selbst wenn das stimmt, ist das doch so unangenehm. Einer fremden Person das alles so zuzutexten. Ich will gar nicht wissen, wie die anderen Mitteile wären. Digga, das ist krass. Das ist ganz heftig. Das ist Teil 10 und das ändert nochmal alles. Und ordentlich trainieren und so. Nach dem Treffen meinte er noch, dass sie sweet ist und Kuss auf Hals und wollte sich am nächsten Tag gleich nochmal treffen. Ey, jetzt verstehe ich auch, was er den ganzen Tag arbeitet. Der arbeitet an seiner Trophäensammlung. Der Entrepreneur hat quasi immer Zeit für Frauen, mit denen er nicht gerade verheiratet ist. Das ist die neue Meta und da hinten liegt übrigens mein Gebetsteppich. Und Kuss auf Butt darf natürlich auch nicht fehlen. Nachdem sie am Tag darauf kurz über Madeleines Freundin geredet haben, kam er wieder mit. Ach so, ich dachte Triple Date. Spaß. Willst du sie auch klären, oder was? Komm, Dreier. Sie hat gefragt, auf Ernst? Kennst du, überlegst. Kennst du? Ich mache nur Spaß. Oder vielleicht auch nicht. Ich kann fragen, ob sie down wäre. Ich bin ehrlich, ich wäre down, aber du bist mein Main Girl. Dreiecksbeziehung, I don't know. Digga, wie viel gelacht. Was ist das? Jetzt lass dich endlich weg. Vor allem will er sie in einer Dreiecksbeziehung zum Main Girl machen, während er eine Ehefrau zu Hause sitzen hat. WTF. Plus, er müsste nicht nur allen Partnerinnen jeweils eine Unterkunft zur Verfügung stellen, sondern auch alle gleich behandeln. Wie kann es dann überhaupt ein Main Girl geben? Das impliziert ja, dass die anderen nicht auf gleicher Stufe sind. Ich glaube, ich brauche wieder Islamunterricht für Mimi von diesem Prophetensohn. Ich kenne mich da auch so ein bisschen aus. Dann ging es um die Uhrzeit für das zweite Treffen. Er meinte 17 Uhr. Sie meinte, dass sie da noch babysitten ist. Er meinte... Okay, dann geh babysitten, dann...
Digga, hier interpretieren einige aus dem Chat Mimis Video als islamfeindlich. Das war es hier in keiner Sekunde. ApoRed benutzt die Religion, um zu sagen, dass all die Vorwürfe nicht sein können, dass er zu Frauen super zurückhaltend ist. Da hinten ist ein Gebetsteppich, das kann alles gar nicht sein. Und Mimi zerstört ihn hier komplett. Das ist völlig legitim, okay? Das was ApoRed macht, ist islamfeindlich. Also wirklich. Das ist krass. Dass er immer in dem gleichen Zeitraum, wo er dann so Content sogar noch um die Religion macht und am gleichen Tag fremden Frauen so viel Scheiße schreibt, Digga. Ach du Scheiße. Bin Moslem und schäme mich für diesen. Das verstehe ich ja noch heftiger. Danach bin ich dran mit Babysitten. Bist doch mein kleines Baby. Muss mich doch um dich kümmern. By the way, um das hier mal klarzustellen. Ich finde das nicht mal schlimm, was der schreibt. Ich schreibe selber so einen Scheiß mit Mädels, wenn die das hören wollen. Aber dann den Islam als Schutzschild zu nehmen, um sich reinzuwaschen, seine strenge... Lol, das habe ich gerade gesagt. Nochmal gut zusammengefasst. Gläubigkeit zu beteuern und zu Unrecht den Shitstorm auf Carina zu lenken. Oder auch generell bei den Mädels aus meinem zweiten Teil einfach zu behaupten, dass die Chats fake seien. Das ist die größte Frechheit. Und dann schreibt ihr selbst... Das ist echt assi. Mimi zeigt 2 Chats und sagt, ApoRed sagt, die sind fake. Und jetzt zeigt Mimi 40 Chats mit Sprachnachrichten und Bildern. Oh Mann, Alter. Fällige Moslem mit Unterwäsche von Puma so hier. Ja, geht's denn noch dümmer? Die Antwort ist ja, es geht noch dümmer. Denn der Triple Puma kam wieder mit seinem Du bist ein nasty Birdie Gequatsche, dass er sich deswegen zu ihr attracted fühlt. Und dass er ihre tiefsten Geheimnisse aus ihr rausquetschen wird. Dann noch ein bisschen Daddy Little Girl Gelaber, ja und so weiter. By the way, nicht wundern, sie hat ihr WhatsApp-Layout später geändert. Es ist aber noch der gleiche Chat. Nachdem sie ein paar Tage geghostet hat, schrieb er, wenn du mich gar nicht treffen willst, dann schreib kurz eine Nachricht. Aber dann damit du Bescheid weißt, ich war auf nichts Lockeres aus, weil das denken irgendwie alle von mir. Ja, wie kann man das denn nur denken? Verstehe ich gar nicht. ApoRed, der loyalste Puma. Boah, ist das verzweifelt, über jemanden sowas zu schreiben, ne? Weit und breit, das können über 200 Frauen bestätigen. Polyblamie oder wie das heißt. Checkst du? Er meinte noch, ghosten ist ganz uncool. Ganz uncool. Frohes Neues dir dennoch. Bitte beachte mich. Es ist einfach so zutreffend, wie akkurat Carina damals schon das Verhalten von ApoRed beschrieben hat. Und fing dann an, so flirty Sprüche zu machen. Oh, das ist ja hübsch, so extra nah an einem vorbeigegangen, so gestreift. Oh, und da bin ich schon so zurück, hab meinen Kraft ausgepackt, weil ich mir dachte, boah, gar keinen Bock auf so einen Sohn. Das ist jetzt mega unangenehm einfach. Ja, es ist auch gerade mega unangenehm, dich gerade lügen zu hören. Das ist halt, ich frag mich halt wirklich, wie schaffst du das einfach so gedrückt zu lügen? Ich frag mich halt, wie viele Storys hast du gebraucht, um das so rüberzubringen? Keine Ahnung, weiß man das nicht, aber... Flirty, möchte gern Pubertätsscheiße hier. Stell ich mich da, als wäre ich so 14-Jähriger gewesen oder so. Junge, du... Das trifft's echt ziemlich gut, muss ich sagen. Der ist fast 30. Der ist halt so alt wie ich. Alter, stell dir mal vor, ich würde das schreiben und solche Sprachnachrichten raushauen. Alter, heilige Scheiße. Oh mein Gott. Oh shit. Du bist der Inbegriff von in der Pubertät hängen geblieben. Ich habe selten so einen unkultivierten Grobmotoriker gesehen, sobald ein Mädel in der Nähe ist. Und der Typ behauptet dann, sehr reif zu sein. Dieses Behindertreife. Ich weiß, ich kann es davon auch selbst sagen. Ich bin schon einer, ich war schon sehr, sehr früh reif. Dieses Behinderte. Auch nicht nur, aber auch vom Kopf einfach. Aber selbst bei mir würde ich auch sagen, so ab 25, 27, ab da ist so Endstufe geworden erst, so weißt du? Und ich denke mal, wenn das bei mir schon 25, 27, dann ist bei den anderen Typen schon wahrscheinlich 30 plus oder so. Ja. Bis man dieses Naive los wird, dieses Erfahrung, man hat gewisse Werte, die auch schon fest sind. Ja, ne? Ja, deine festen Werte hast du ja oft genug in deiner gesamten YouTube-Laufbahn. Der Pizza um den Kopf. Das ist so geil, wie er damit, wie die Pizzastücke um seinen Kopf fliegen und er sagt, er ist behindertreif. Warum sagt man das überhaupt? Warum dieser, was soll das? Du bist einfach nur ein Hater. Okay. Grundlos. Oh Mann, ey. Digga, wir gucken uns hier gerade welches Video hast du geschaut, Mann? Wir gucken uns gerade eine Stunde lang dieses Video an. Gezeigt. Und auf diesen großen Scheißhaufen kommt jetzt noch mal eine Kirsche on top, denn es hat sich ein Zuschauer bei mir gemeldet. Darf ich vorstellen, Steamboy 61. Er hat gemeint, dass er gerade ApoRed, ABK und Heikel bei einem amerikanischen Streamer in Japan mit 30 Viewern gesehen hat. Lasst mich mal kurz ausführen, wie viel scheiß Zufälle da zusammengekommen sind. Ein Zuschauer von mir guckt einen YouTube-Streamer mit 1000 Abonnenten. Oh, Mimi, der ist überall, Digga.
Ich sage, den Zuschauer gibt's nicht und Mimi hat einfach nur direkt das Handy von ApoRed gehackt. Fertig. Zur gleichen Zeit in Japan ist wie ApoRed, ABK und Heikel. Und die sind für wenige Minuten in einem 12-Stunden-Stream aufeinander getroffen. Und der Zuschauer hat die Stelle in den 12 Stunden gesehen, mir geschrieben, ich habe seine Nachricht rechtzeitig gesehen und das Video auf meiner Festplatte gespeichert. Das ist so krass, ne? Also wenn ApoRed das sieht, ist ja doch direkt, ist der Tag auch wieder gelaufen, der ist auch wieder pisst. Der fragt sich, Digga, wo kommt das immer her mit der Mimis Festplatte? Aber das ist richtig krank. Das ist richtig krank. Wenn irgendwann meine Entschuldigung an ApoRed Teil 78 draußen ist, ja, dann kann Mimi auch komplett beim FBI arbeiten. Das ist komplett krass. Bevor es einen Tag später mit nicht mal 1000 Views offline genommen wurde. Ich glaube. Das ist over. Das ist krass. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander im Lotto zu gewinnen, ist sogar höher. Aber worum geht's jetzt eigentlich? Nun ja, ApoRed, ABK und Heikel sind scheinbar für die Steinigung von Bitches. Damit das jeder hier beim ersten Mal anschauen versteht, erkläre ich's kurz. Also das ist der Streamer und das ist sein Kumpel. Die sind auf ApoRed, ABK und Heikel gestoßen und haben miteinander gelabert. Der Streamer ist nebenbei in ein neues Gespräch mit zwei anderen Personen gegangen, während ApoRed, ABK und Heikel mit dem Kumpel vom Streamer gequatscht haben. Leider hört man nichts von deren Gespräch, weil die Musik zu laut ist und das Mikro auf das Gespräch hier gerichtet ist. Aber nachdem der Streamer sich wieder zu den Jungs dreht, kann man aus dem Kontext heraus verstehen, worüber sie geredet haben und welche Standpunkte scheinbar vertreten wurden. Und als die Jungs weitergezogen sind, hat der Kumpel des Streamers nochmal über deren Gespräch geredet. Ich habe das ungeschnittene Video unten drunter nochmal verlinkt. Ich kann hier wahrscheinlich eh nicht viel einblenden, weil im Hintergrund Copyright-Musik läuft und das hier auch sehr langatmige und zähe Gespräche sind. Ich spiele hier nur kleine interessante Stellen ab. See you soon. Next week and we can stream again. Next week. Oh, next weekend. Well, there, ne? Paradise. Where? Paradise. Where? After you die. After you die. Where is your favorite place? Number one. Favorite this place. World? No. Out of Iran, Germany, Spain. It's not about the place, it's about the guys who are hanging out with you. Guys. Yeah. But you know what's weird though? Like everywhere you live, you can think differently. Yeah. Yeah, you can make a choice. Be like, over here, I'm a little bit nicer. I don't throw rocks at bitches. Was geht da denn? It's just my opinion. I might be weird. I don't know. Anyways, it was nice meeting you guys. I'm about to get the fuck out of here, bro. Was I wrong now? I don't think. Maybe not. I don't know. You definitely ruffled some feathers, yeah. What, talking about throwing rocks at bitches? Yeah. Digga, die sind ja alle komplett auf Sendung, oder? Was ist das denn? Like, that's kind of weird, right? Isn't it weird, bro? We live in 2022, but bro. That's their religion. If they want to throw rocks at bitches, no, that's like... not okay. Then your religion is wrong. You're fucking out of your... Kein Scheiß, als ich das gesehen habe, ist mir richtig schlecht geworden. Für mich sah das jetzt zumindest auch nicht nach einem Scherz aus. Over here, I'm a little bit nicer. I don't throw rocks at bitches. Guckt euch die Fressen an, mit was für einer Selbstverständlichkeit die da stehen und nichts dazu sagen. Die reagieren ja nicht mal drauf. Mit der Redewendung ist übrigens das Steinigen bei Ehebruch bzw. Fremdgehen gemeint. Da frage ich mich natürlich, ob das dann bei ApoRed genauso gilt. Denn dann wird er ja der neue Held der Steine, wenn er die Steine hält. Welt zeigt mir gegrüßt. Und jetzt. Und am Ende nochmal sowas Lügisches raus. Digga, was, aber was ist denn das für eine Scheiße? Erstmal ist das für ein Zufall? Für ein Stream? Wieso, wenn du ganz frisch mit einer fremden Person redest in den Stream, wie kommst du da raus? Wie kommst du auf das Gespräch, dass man Frauen steinigen kann? What the fuck? Ich höre die Lüfter schon drehen vom Render-PC von Mimi, der gerade Mimi 10 rendert. Alter. Junge, das wird so ein 3-Stunden-Banger. Jo, Leute! Wow. Digga, was ist in dem Video alles passiert? Das war zu viel. Naja, eigentlich hat er auch einfach 50 Frauen ganz komisch angeschrieben auf allen möglichen Plattformen. Ach stimmt, am Anfang ging es mit dem Anwalt alles los. Boah, das war zu viel für mich, das war heftig. Ich bin fertig, ja. Das ist definitiv genug Internet für heute. Das war einer von vielen Teilen. Digga, wo Mimi überall rankommt, ist krass. Aber was wird das ändern? ApoRed wird sich zu nichts von dem äußern. Ja, also eigentlich drehen wir uns ja seit ein paar Jahren jetzt so, seit 4-5 Jahren im Kreis, oder? Also... Krass. Aber auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam geschnitten wieder. Gute Gags dabei, geil editiert. Also unabhängig von der Recherche steckt da unglaublich viel Arbeit in den Videos. Krank, was wieder rausgehauen hat.